keine. Du, schau dir das an. Jetzt ist direkt da geworden. Sind wir doch die ganze Nacht da draußen gesessen und haben geratscht. He? Jetzt sag mal ganz ehrlich, Christian, wie gefällt's dir denn wieder daheim? Ganz gut. Ja, hat sich ja gar nichts verändert. Seit die 15 Jahren, wo du in Weidenhaus bist, weil da unser See jetzt wenig Wasser gehabt hat. Also komm. Nadel hat dir auch ganz gefallen. Und unsere Fisch wandert's klein. Ja, Bonifaz, es ist alles noch genauso wie damals. Mhm. Bloß Vater und Mutter sind gestorben. Ja, und jetzt bist halt du Fischermeister von St. Peter am See. Prost, Seebär. Prost, Spitzbuer. Glaubst du, ich kann mir heute den Schnaps der Tränker so erfreut haben, dass du wieder da bist? Du bist doch noch immer der gleiche, Herr Lodri. Bin ich, ja. Ein paar Jahre älter, aber das sieht ja kein Blinder, ne? Herr Bonifaz, mit der Arbeit wird's was haben bei mir. Wieso? Jetzt bin ich 15 Jahre zur See gefahren. Von der Fischerei werde ich nicht mehr viel wissen. Ach, Christian, das lernst du ganz schnell wieder. Außerdem, das Wichtigste, was du jetzt zuerst lernen musst, ist ja nicht die Fischerei, sondern die Jägerei. Was für Jägerei? Mädchenjägerei. Wieso? Weil in das Haus da eine junge Fischerin reingehört. Jedenfalls mit der Monika geht's nicht mehr. Monika? Wer ist Monika? Ach, die kennst du noch gar nicht. Die haben wir eingestellt, gleich nachdem du damals weg bist, nicht? Und jetzt ist sie selbstständige Wirtschafterin. Ich meine, damals war sie noch jung und sauber, nicht? Aber jetzt ist sie halt schon ein bisschen überstandig, nicht? Ja, ja. Ein Stock sauer, dass sie noch nicht unter der Haube ist. Darum habe ich gemeint, gehört da eine junge Frau rein. Schon wegen der Nachkommenschaft. Stimmt's oder habe ich recht? Eine Frau, Herr Bonifaz, da habe ich auch schon dran gedacht. Ja, das ist natürlich eine Glückssache, gell? Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Heiraten ist wie das Fischen. Schmeißt Angelweiten aus, möchtest einen Goldfisch erwischen und einen alten Schlappschirr zeigst du raus. Na ja, hoffentlich habe ich Glück. Wieso? Hast du schon eine in Aussicht? So halb und halb. Ach so, noch nichts ganz. Mhm. Ja, Moment einmal, du warst ja die ganzen 15 Jahre nicht in Deutschland, dann ist ja diese Ausländerin. Nein, von Hamburg. Also doch eine Ausländerin, ja. Und wie schaut's aus? Keine Ahnung. Du kennst das gar nicht? Nein, ich hab's durch die Zeitung kennengelernt. Ah, ist das auch nicht, die in der Zeitung schreibt? Nein. Chef Bonifaz, da. Lies einmal. Na, da. Negerin gibt Jatztanzunterricht. Was? Eine Schwarze? Nein, das ist rot angestrichen da unten. Das musst du lesen. Ach so. Obwohl, eine Schwarze hätte ganz gut zu uns nach Bayern herpasst. Mhm. Also, Adam. Ja. Adam, wo bist du? Ja, verrückt. Das geht ja gut aus. Wo ist der einsame Mann, den ich als liebes Hausmütterchen glücklich machen kann? Bin bescheidene Frohnatur, blond, von angenehmen Äußeren und heiterem Gemüt. Wo finde ich das lang ersehnte stille Glück? Nur ernst gemeinte Zuschriften von ebenso einsamen Männern, nicht unter 35 Jahren. Na, ist die 40. Okay, Boni. Unter Glück im Winkel Hamburg, Hauptpost lagernd. Christian. Und auf die Todesanzeige hier bist du der Adam von der Zeitungsbratwart, oder was? Geschrieben hab ich halt. Bist du ein Mordstrom-Lackelmannsbild? Weißt du jetzt nicht so viel, dass du selber eine aufzwickst? Dass du wenigstens gewusst hättest, wer es ist und wie es ausschaut? Bonifaz, als Matros hab ich noch nie eine Gelegenheit, dass man Mädels so näher kennenlernt. Ah ja. Naja, wie ich die Nachricht gekriegt hab, dass ich heim muss zum Übernehmen, da hab ich gesehen, dass es höchste Zeit wäre zum Heiraten. Ja, und wie dann in Hamburg zufällig in der Zeitung das Inserat ließ, da hab ich mir gedacht, probierst du es einmal auf die Weise. Vielleicht hast du Glück. Ja. Wie lange kennt ihr euch jetzt schon schriftlich? 6 Wochen. Du, brieflich sind wir uns schon vollkommen einig. Vielleicht bloß noch das Mündliche, gell? Das wird ein Gezwitscher werden. Schau mal, was beschreibt's. Ein Liebesbrief? Alla, ja. Schau, ich hab noch nie einen gekriegt. Und somit, mein lieber Bayernbub. Bayernbub? Ja, Pfuhlteif. Was hast du denn? Bayernbub. Und somit, mein lieber Bayernbub, wollen wir gegenseitig keine Bilder austauschen und ist dem Schicksal überlassen, ob wir füreinander bestimmt sind. Ja. Die Schirch wird nachfinster, das ist aber keine Bilder aus der. Pass auf. Ich werde dir sicher gefallen. Feile. Und auch du wirst mich nicht enttäuschen, das fühle ich. Und so weiter und so weiter. Ach, die fahrt ja einen schmusgeilen Waggon, weiß ich ja. Lachen müsst ihr, wenn das so eine alte, verliebte Henne war? Ja, das glaube ich nicht. Du, ich kann mir das direkt vorstellen. Ja, wir? Na ja, so 25, 30. Geboren? Ja, alt. Ja, alt. Nett, mit einem lieben Gesichterl. Weißt du, wo man sich auf die Nacht schon gefreut, wenn man in der Früh einen Kaffee ans Bettel hinbringt, nicht? Ja. Bonifaz, weißt du, so eine richtige, tanschige Person hat? Ja, genau so stellen wir sie auch vor. Bloß glaube ich halt, dass das von uns zwei eine Wahnvorstellung ist. Das wird sich ja bald rausstellen. Wieso? Wann hast du denn dein erstes Rendezvous mit der Unbekannten von der Elbe? Ja, sie kann jede Stunde eintreffen, wie es mir geschrieben hat. Das muss man doch sagen. Muss ich mich rasieren, muss mich kämmen, damit ich einem Bayern-Bub ähnlich schaue, nicht? Wenn es noch keine Ausländerin wäre. Ist doch keine Ausländerin, Bonifaz, die ist doch von Hamburg. Ja, schlimmer, da ist ein Preissinn. Na, unter denen gibt es auch Unterschiede. Ja, Gott sei Dank. So, Bonifaz, jetzt geh ich mal zum Fischen. Ja, ich muss einmal probieren, ob ich überhaupt noch kann. Ja, das tust. Also dann, vierte dabei, Bonifaz. Vierte, sagt er. Petri Heil heißt das.
Petri, dank! Der weiß ja gar nichts mehr. Los, Bonifaz, mit dir trinke ich am liebsten. Sauf den aller Herrgott frisch aus der Schnapsflaschen. Ach, die liebe Monika. Von mir läuft schön aller Herrgott früh der Unkampi die Weltverdruss über den Weg. Dir lasse ich mir eine neue französische Frisur machen. Ja, doch, geht schon gut an. Der Gneisel gesagt hat, wäre gekippt. Die ganze Flasche ist leer. Ja. Wo ist denn der Schnaps gekommen? Den habe ich eingeweckt, damit ich aufgeweckt bleibe. Du, wo ist denn der Christian? Beim Fischen. Ja, was erzählt er denn alles? Hast du nichts gehört? Deine Ohrwaschel passen doch sonst so gut an jedes Schlüsselloch hin. Du, geh, ich horch nicht. Na, drum sind wir auch vors Haus gegangen. Ja, was habt ihr denn alles geredet miteinander? Ja, das darf dich interessieren, gell? Ja, hast ihm auch gesagt, dass außer dir noch eine Wirtschafterin da ist? Ja, ja, das hab ich ihm schon gesagt, dass noch eine alte Magd da ist. Magd, sowas Unverschämtes. Gar so alt bin ich auch wieder nicht. Aber recht viel älter darfst du nicht mehr werden. Du meinst, dass ich da bleiben darf? Ja, warum sollst du nicht da bleiben darf? Ja, nein, weil ich halt doch ein paar Brocken aufgeschnappt hab von dem, was ihr geredet habt. Da habe ich auch was vom Heiraten verstanden. Ja, da hast du richtig verstanden. Aber lang nicht alles. Mm. Dann habe ich zu unserer lieben Frau bett. Dass du besser hörst? Nein. Dass sie den Christian erleuchtet und ihn vor einer Heirat bewahrt. Sag mal, was bekümmert denn dich das alles? Ja, mein, weil er halt dann doch vielleicht überflüssig wäre. Komm, komm, das sagst du ihm alles selber, gell? Aber nicht in dem Aufzug, sonst bist du gleich unten durch. Ja, verschwind, sonst sieht er dich noch in deinem Negerklischee. Das weiß ich schon selber, dass man so nicht zum Mannsbild geht. Ja, also, dann zieht die um und schaut, dass der Kaffee fertig wird. Ja, du, ich mach ihm einen rechten guten. Aus lauter Bohnen. Ah, ja. Und so stark, dass er 3 Tage lang nicht mehr schlafen kann. Wenn er dich so sieht, dann kann er überhaupt nicht mehr schlafen. Geh zu jetzt. Doch nicht so viel. Boniface. Yes, das wird ihm von der Seerose. Schafe zur Linken wird Freude mir winken. Was kriegen wir denn? Hast du Forellen? Ja, du bist lustig. Im Frühjahr habe ich 10.000 Stück eingesetzt. Wie viel brauchst du denn? Ja, so 10 Pfund könnte ich brauchen. Gut, ich schicke das dann Mittag runter, gell? Ist schon recht. Ah, halt einmal. Die Flaschen Schnaps, die musst man lassen. Das ist nämlich ganz was Feins. Ja? Mhm. Ich da ganz gerne mal ganz was Feins probiert. Du, ein Glas leer, dann kriegst du einen. Schau den Zufall an, da stehen zwei. Eins für dich, eins für mich, für dich, für mich. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Nix und so weiter. Nix und so weiter. Auf dein Wohl. Prost. Prost. Ah, ist ja ganz was anderes. Das fließt hinunter wie Öl. Magst du noch einen? Nein, du. Geht nicht. Ich muss jetzt erst deine Fischung bringen. Schau, sonst hau ich auch wieder neben hin. Das pressiert nicht so. Lass nur ein bisschen leben. Ich brauch's erst Mittag. Hast du auch wieder recht. Also na. Der Geist ist willig, aber das Fleisch hat Durst. Du, Bonifaz, kann man dich was fragen? Ja, probier's das halt einmal. Ich hab gehört, der Christian ist gestern gekommen. Ja, da hast du richtig gehört. Was meinst du jetzt? Will der die Fischerei von seinem Vater übernehmen oder möchte er verkaufen? Ja, da kann ich dir noch nichts genau sagen. Wie kommst du jetzt überhaupt auf die Frage? Ah. Weil der Schwoja gestern bei mir drunten gesagt hat, es bleibt dem Christian gar nichts anderes übrig, als dass er verkauft. Von der Fischerei versteht er doch nichts mehr. Und überhaupt, wenn einer mal 15 Jahre lang mit allem Wasser gewaschen ist, den hält's nimmer daheim. Jetzt hab ich mir gedacht, wenn das wirklich so ist, wie der Schwoja sagt, dann kauf ich dem Christian seine Sache ab. Ich möchte mich sowieso gern vergrößern. Dann möchte ich gern zuschauen. Bei was? Wenn sie du vergrößern lässt. Nein, ich möchte ein Strandbad machen aus dem Christian sein Grundstück. Der Schwoja möchte's nämlich auch. Aber bevor es der kriegt, zahle ich lieber um 10.000 Mark mehr. Ah, und deswegen hast du jetzt vorsichtshalber bei mir mal 10 Pfund vorein bestellt? Ja, nicht gerade deswegen, schon auch wegen der geschäftlichen Verbindung und so. Also, gell, Bonifaz, wenn du was Sicheres weißt, dann sagst du mir's. Auf einen Hunderter? Oder 2? Oder 3? Nein, 2 gelangen schon. Ja. Also, da könnt's mir nicht drauf haben. Ja, denn du bist ja die aufgelegte Verführerin. Also, ich, wenn der Christian wäre, ich hätte dich besinnungslos zusammenheiraten. Schon wegen Strandbad und so, nicht? Okay. Ja. Da wäre ich doch dem Christian wohl schon zu alt. Zum Baden? Nein, zum Heiraten. Also, ich weiß nicht, was du hast, Wirtin. Du schaust doch wirklich aus wie eine 30-Jährige. Ja? Bei Sonnenfinsternis. Du geil! Nein, du nein, so ich mein.
Ich meine, man muss dich nur bei der richtigen Beleuchtung anschauen, dann geht einmal Licht auf. Ja. So hab ich gemeint, ja, nicht? Ja. Ja. Moin. Ja, der Schwoier, grüß dich Gott. Guten Möchtest du auch Forellen? Wieso? Aber heute der Tag der Forelle ist. Nein, mir gibst den Hechten. Ein Hecht, das ist auch recht. Wenn das so weitergeht, beginnt bei uns heute das große Fischsterben. Ja, nachher geh ich wieder. Ja, lass dich nur nicht aufhalten. Nein, von dir einmal gewiss nicht. Ich bring den Fisch dann selber runter, gell? Ja, hast du recht. Warum? Hast du auch Fisch gekauft? Ja, Forellen. Aus dem gleichen Grund wie du dein Hecht. Was heißt denn das? Dass du den Hecht bloß kaufst, damit du spionieren kannst, ob der Christian verkauft, du feiner Hecht. Ja. Warum hast du denn Forellen gekauft? Weil ich keinen alten Hecht nicht mag. Was? Soll das vielleicht auf mich gehen? Nein, Moment, jetzt nicht streiten. Zu eurer Beruhigung kann ich sagen, dass der Christian bestimmt nicht verkauft, weil er nämlich heiraten will und die Fischerei selber weiterführt. Ja, freilich. Mhm. Ja, hat er den Scheini? Natürlich. Sonst könnte er ja nicht heiraten. Doch nicht einmal dich? Vielleicht. Dann tut er mir leid. Warum? So jung und schon stockblind. Mein lieber Hecht, wenn du wieder einmal eine kleine Forellen im Maul hast, dann darfst du aufs Zuschnappen nicht vergessen. Oh. Was sagt's? Kleine Forellen? Meinen Sie sich damit selber? Na, sie ist schon mehr ein bemooster Karpfen. Ja. Heute ist es nichts für dich. Das ist ganz was Feins. So. Du, Bonifaz. Ja. Stimmt das? Mit dem Christian und dem Heiraten? So viel ich gehört hab, ja. Oder Schweine? So halb und halb. Kennst du meine Tochter? Du, ich weiß nicht einmal, dass du eine hast. Ja, naja, die war jetzt die letzten 10 Jahre, seit meine Frau gestorben ist, bei meiner Schwester. Ach so, drum. Ja. Du, die hat sich rausgewachsen. Ja. Das ist ein sauberes Mädel geworden. Ganz der Papa halt, gell? Ja, magst du auch? Nein. Du meinst, dass sie da nichts rangieren lassen? Inwiefern? Na, ich meine, wenn meine Eva und der Christian aneinander einen Gefallen findeten, mhm, und wenn eine Heirat draus werden tät, nein, dann täten die zwei Besitztümer zusammenkommen, nicht? Und ich könnte der grausamen Seero seinen Strampa vor die Nasen hinsetzen, den sie gewaschen hat. Das ist eine feine Idee von dir, ja. Geh, das sagst du. Ja, probierst das heute halt mal, beziehungsweise der Everl, nicht? Vielleicht beißt der Christian nein den Apfel. Aha. Mhm. Die schicke ich um Fisch rüber. Genau. Sie kennt dich ja nicht. Und den Christian kennt's auch nicht. Mhm. Da könntest du sie als Unbekannter natürlich ein bisschen aushorchen. Weißt? Soll der Schaden nicht sein? Ja? Hm? Ja, was könnt ihr denn da verdienen, wenn ich der Everl aushorche? Also? Ja, ja. Na ja. Da geh her. Wo ist denn Zehner? Zehner? Ja. Da höre ich gar nichts. Herr Presser. Ja. Hast du noch mehr einen Zehner? Ja, jetzt? Jetzt rauscht's schon ein bisschen in meinem Trommelfell, gell? Ja, ja. Aber schwach, okay, ganz schwach. Grut Chinesen. Tu die 2 Zehner her, kriegst du einen 20er. Na, ja, ja, ja. Da hab ich einen 50er ausspitzen sehen, schon, ja? Ja, ist schon gut, ja, das hab ich auch gemeint. Siehst du, Schweier, jetzt höre ich alles rein und klar, was du hören willst. Das ist ein Manneswort. Ja. Aber du, Bonifaz, die Geschichte bleibt unter uns, gell? Ja, selbstverständlich, ja. Unter uns. Nimmst du dein Hecht gleich mit? So, also, freilich, ja, freilich. Also, dann geh weiter. Du, Bonifaz, sag mir, hast du keinen Haifisch? Nein, sind wir gestern ausgegangen. Schade, bei den hätte ich den Seerosen ins Bett nägelt. Na, freilich, dass der Fisch verreckt. Ja. Ja, ja, der ist ein Mass. Fräulein, seien Sie mal bitte nicht böse. Ich hab's wirklich nicht mit Absicht gemacht. Nein, das ist halt ein bisschen blöd gegangen. Na, jetzt schauen wir mal nach unserem Patienten. He? Donnerwetter, der sitzt aber. Also, das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich mit der Angel ein Mädel gefangen hab. Na ja, jetzt müssen wir jetzt schauen, ob wir ihn rauskriegen. Au. Tut's weh? Woll ich nicht. Ach, wie heißt doch gleich wieder das alte Sprichwort, das sagt, wer dich liebt, der macht's mit einem kleinen Ruck. Au! Ja.
haben wir doch schon den bösen Haken. Gott sei Dank. Jetzt werden wir schön verbinden und alles wird wieder gut. Moment, ich kann nur schnell das Verband zeigen. Ja, bitteschön. So, Fräulein, haben wir schon. Bitteschön, setzen Sie einer wieder her. So, jetzt haben wir Jod aufs Viveli drauf, gell? Ja, das wäre brenner, aber das muss sein. Ja, ja, ist doch gut. Jetzt tut's doch nicht mehr weh, gell? Nein. So, jetzt haben wir noch ein Pflasterl drauf. So, und jetzt machen wir schön heile, heile Segen. 7 Tage Regen, 7 Tage Schnee. Und jetzt tut's doch schon nicht mehr weh. Sie ist so klein, bin ich eigentlich auch nicht mehr. Wie heißen Sie eigentlich? Eva. Also, Eva, ich wollte eigentlich mit der Angel eine Forelle erwischen, aber... Was aber? Naja, in dem Fall, da verzichte ich auf die schönste Forellen. Gangelt haben sie mich. Kochen dürfen sie mich fein nicht. Sind Sie von St. Peter? Ja, aber ich bin erst vorgestern heimgekommen. Ich bin heuer das erste Mal da, in Ferien, bei meinem Vater. Aha. Kennen Sie meinen Papa? Nein, ich bin nämlich erst gestern gekommen. Ach so? Zur Erholung? Ja, so was Ähnliches. Da haben Sie sich aber auch wirklich ein schönes Platzl rausgesucht. Mhm. Da möchte ich auch wohnen. Dann wäre das Platzl noch mal so schön. Jetzt muss ich aber gehen, sonst schimpft mein Vater. Der ist im Stand und lässt mich suchen vor lauter Angst. Es kann nur was passiert sein. Schon. Ja, mei. Auf Wiedersehen. Wiederschauen, Eva. Ah, bist du schon wieder da? Jawohl. Weißt du, was kommt? Ja. Eine Forelle? Nein. Ein Hecht? Nein. Ja, was denn dann? Pass auf, Bonifaz, ich bin am See und bei Fischen. Das ist ja logisch, im Wald draußen, da wisst ihr nichts, nicht? Da sehe ich, wie mein Schwimmer ins See hinausgeht. Naus schwimmt, schau, ein Schwimmer geht nicht, der hat ja keine Füße. Hast gleich richtig angerissen. Ja, und wir? Aha. Und stell dir vor, du, da höre ich, wie jemand voller Schmerz aufschreit. Ein Fisch, der aufschreit, kenne ich keinen. Ja, das war ja auch kein Fisch. Na? Du, ich steige auf den Felsen auf. Was meinst du, was ich sehe? Die Lorelei. Blub, blub, blub. Ja, du fast. Ein Mädel steht im Wasser und hat mir Angel im Oberarm. Ja, die ist mir buchstäblich reingeschwommen und ich hab's mit der Angel gefangen. Ja, was nicht alles gibt, gell? Ja. Ja, ist jetzt das die ganze Geschichte oder kommt da noch was nach? Das ist vorläufig alles. Mhm. Ich meine, aber du hast dem Goldfisch ein bisschen zu tief in die Augen geschaut. Was hat denn der Goldfisch für Augen? Grüne, braune, blaue, graue. Du, ich glaub braune. Braune. Mhm. Schön. Ich hol jetzt die Angel, Bonifaz. Müssen wir schauen, dass wir es wieder richten. Ja, ja, ja. Der hat eine gefangen. Die hat bei uns im See gebot. Ist keine hiesige. Nein, ist keine hiesige. Du, Bonifaz? Ja? Ja, wie schaust denn du aus? Die kennt man ja gar nicht mehr. Geht das schaust? Ja. Meinst du, das jetzt dem Christian gefallen? Ja, du bist gut selbstverständlich. Ja. Wenn man die so anschaut, dann muss man sich direkt beherrschen, dass man dir nicht rettungslos verloren ist. Geht so, was du wieder denkst. Doch, doch. Ist der Christian schon da? Ja, der ist da. Hat er was gefangen? Ja, ein Prachtexemplar. Na, wer den Fisch gleich braucht? Nein, nein, nein. So eine große Pfanne hast du nicht, dass du den Fisch bachen kannst, den der Christian gefangen hat. Okay. Ja? Ist er Hecht? Nein, es ist mir ein Goldfisch mit rehbraunen Augen. Hä? Ja, komm, koch was anderes. Den Fisch isst der Christian bestimmt nicht. Warum? Weil er sich den wahrscheinlich zur Zucht aufhebt. Ja, was soll ich dann kochen? Gotcha. Das ist doch nicht schwer. Was? Guckst einfach einen Rahmstrudel, nicht? Ja, Freili, weißt du, gern magst. Genau, jetzt marsch in die Küche, gehen wir. Komm jetzt. Man darf nicht zu nett sein zu den Weiberleuten, sonst bleiben sie hängen. Also, schauen wir mal, ob wir die Angel wieder reparieren können. Naja, solche Fische, die du fangst, ist halt kein Angelzeug. Also. Ja, du musst einen doppelten Knoten nehmen. Also. Ah ja. Mhm. Übrigens, weißt du, wer heute schon alle da war bei uns? Wer? Die Wirtin von der Seerose und der Wirt vom Hecht. Und alle zwei wollten sie bei mir so durch die Fische erkundigen, ob du nicht vielleicht verkaufen möchtest. Ja, kommt da gar nicht in Frage. Aber ich hab gesagt, dass das sind. Moment mal, Seerosen. Muss ich ja die Forellen herrichten, vielleicht gibt's wieder einen guten Schnaps. Seerosen, Schnaps, Forellen. Forellen, Schnaps, Seerosen. Gott, Herr Christian. Grüß Gott.
Sie kennen mich nicht, gell? Ich bin die Monika, die Wirtschafterin. Ach, Monika, grüß dich Gott. Du warst gestern leider schon im Bett, wie ich heimgekommen bin. Ja, leider. Gefällt's einer da? Gell, sauber ist alles. Ja, Monika, sehr schön, wirklich, sehr sauber. Ich danke dir schön, dass du uns so hausmütterlich versorgt hast. Ja. Ich werde mich schon erkenntlich zeigen. Jesus, Jesus, genau wie der Vater. So hat er ausgeschaut damals, wie ich hergekommen bin als junges Mädel. Der Gang und die Figur. So. Wenn ich es einer sag. Also unter uns gesagt, solange ich da bin, können Sie sich eine Frau sparen. Ja, und das tät mich schon recht freuen, wenn ich für Sie noch recht lang sorgen dürfte. Ja, aber natürlich, Monika. Dankeschön, Herr Christian. Bitteschön. Ich werde mein Möglichstes tun, damit Sie mit mir recht zufrieden sind. In jeder Beziehung. Ui, ja, was ist das, hä? Da muss ich ja gleich schauen, dass ich die mit dem Bonifaz verkuppelt. Die ist ja im Stand und geht auf mich los. Bonifaz! Wenn das 10 Minuten vom Bahnhof sind, fress ich aber am Besen samt Raumpflegerin. Nix für ungut, meine Dame. Aber wir sind ja schon da, vom Poltner seiner Hörer. Hörer, was das denn? Na, das Haus da, wo Sie hinwollen. In dem Anwesen logiert der Christian Pointner. Aha. Sie, sagen Sie mal, was ist das eigentlich für ein Mensch? Ja, da bin ich überfragt. Der Christian soll 15 Jahre Seeräuber gewesen sein. Und ist erst letzte Nacht heimgekommen. Ach nee, was Sie nicht alles wissen? Naja, als Heimatkünstler und Backträger ist mir auch gut informiert. Wenn Sie mal einen speziellen Auftrag für mich haben, gieriges Fräulein, der Schlurmus, er weißt, ist gern zu Diensten. Karte genügt, komm ins Haus, gleich bin ich da. Naja, nun mal sinnig. Was macht nur Ihr Trägerlohn? Naja, geradeaus. 5 Mark, weil Sie sind. Bitte schön. Dankeschön. Ist noch was? Ja, Sie gefallen mir fein. Sie mir auch. Aber nun tschüss, mein Lieber. Tschüss, hat's gesagt. Die fliegt auf mich. Also nachher, tschüss. Nee, diese Seppels. Ist gut? Guten Tag. Bin ich hier richtig bei Herrn Christian Pointner? Ja. Ich bin Martha Petersen aus Hamburg. Ach so. Der Ort hier, der heißt doch St. Peter, nicht? Ja. Ach, glänzend. Und ich komme aus St. Pauli. Das ist ja. Ach, sind Sie etwa selbst, Herr Pointner? Ja. Ach, nein. Nicht? Nein. Aber Sie gestatten, dass ich mich setze, ja? Ja, bitteschön. Also wissen Sie, hier ist es ja entzückend schön. Naja, wenn es Ihnen nur gefällt. Ach, Sie sind wohl das Fräulein Braut. Ja, so ungefähr. Aha. Woher wissen Sie denn das? Naja, er hat mir's erzählt. Er? Ach, Sie sind sein Bruder? Nein, ich bin sein Fischerknecht. Oh, wie schade. Sagen Sie mal, wie ist denn der Christian eigentlich? Ach, ich könnte nicht klagen, er ist ein lieber Kerl. Tja, das habe ich schon aus seinen Briefen ersehen. Ist er hübsch? Hübsch würde ich nicht sagen, aber sehr nett. Hat er was an Hacken? Wo bitte? Ich meine, ist er vermögend? Ja, sein Besitztum dürfte so 200 bis 250.000 Mark wert sein. Naja, besser als gar nichts. Kann man die anderen Schwächen schon in Kauf nehmen, nicht? Ja, das finde ich auch. Wo ist er denn eigentlich? Ja, wo ist er denn eigentlich? Beim Fischen? Ja, beim Fischen am See drunten. Vor einer halben Stunde wird er sicher nicht zurück sein. Oh, sagen Sie mal, wo kann ich denn hier wohnen? Wohnen? Ach so. Ja, wo könnten Sie jetzt gleich wohnen? Na ja, vielleicht unten in einem Gasthof am See, da mieten Sie sich ein Zimmer. Ach ja, und mein Gepäck? Na ja, das lassen Sie stehen, bis Sie wissen, wo Sie wohnen. Na gut, wie Sie meinen. Ich danke Ihnen auch schön für Ihre liebenswürdige Aufklärung. Und sagen Sie Herrn Christian ja nichts von meiner Ankunft. Ich will ihn nämlich überraschen. Das wird eine Überraschung werden. Also tschüss denn. Ja, tschüss denn. Tschüss. Da habe ich aber sauberes angefangen. Bonifaz! Bonifaz! Ja? Mensch, komm! Ja, ich bin schon da,
komm mal ein bisschen schneller. Ja, da reden wir so schon. Du bist schon, da reden die Fall wirklich nicht, gell? Nein, da brauchst du auch keine Angst haben bei mir. Was ist denn? Meine Zeitungsbraut ist gekommen. Ja, gratuliere. Mit der ganzen Familie. Na, sie ganz allein. Oha. Ja, und wie schaut's aus? Allerdings nicht so, wie ich mir vorgestellt hab. Auwe. Ja, dann kannst du das wieder heimschicken. Bonifaz, unanständig kann ich doch nicht sein. Sie kann doch nichts dafür, dass es mir nicht gefällt. Ja, schon, aber was jetzt? Na ja, schau, Bonifaz, ich hab mal gedacht, du sollst mir jetzt vertreten. Was? Bonifaz, du, wie ich dich gesehen hab. Da hab ich gleich gewusst, das ist keine Fischerin für mich. Keine. Für St. Peter schon gleich gar nicht. Peter auch nicht. Wie es dann gefragt hat, wo der Herr Christian Pointner ist, hab ich gesagt, er ist unten am See beim Fischen und kommt erst in einer halben Stunde zurück. Und ich hab mir jetzt ein Fischerknecht ausgegeben. Nette Geschichte, nett, ja, ja. Und wer soll dann der richtige Herr Christian Pointner sein? Na ja, wer schon? Du natürlich! Ich? Ja. Ha, du, wenn mich die sieht, dann geht er die zu Fuß nach Hamburg zurück. Ja, so hätte er mir so vorgestellt, ne? Du bist der gescheite Ruhe, macht der Zeug selber. Nein, Bonifaz, das ist blöd, Bonifaz. Das stimmt immer, und wenn er mal stinkt, dann mag ich nicht mehr. Lass er aus, Bonifaz. Zum Besser nicht. Bonifaz, das ist doch die einzige Möglichkeit, dass wir die wieder weiterbringen. Drum bitte ich dich, spiel du von jetzt ab den Herrn. Haha, du hast schöne Sachen gelernt davor, seh du. Weißt du ja ganz bestimmt, dass wir die Quiz wieder weiterbringen? Naja, du musst ja gleich von Anfang an recht mürrisch sein zu ihr. Mürrisch? Ja, das wenigstens, das bin ich von Haus aus. Ja. Aber so, da was denn? Pullover, da brauchst du was. Ja, natürlich. Du brauchst mein Gewand. Ich hab das Westerl nicht mehr. Ja, ist gut. Schlupf rein, mein Kopf muss zuerst rein, gell? Gut, dass du mir sagst, ich war mit den Füßen nicht rumpeln. Na, der macht Geschichten her, noch keinen Tag da. Geht schon. Verheerend. So, jetzt ist der Seebär fertig. Ja, ja, Seebär fertig. Was ich alles machen muss. Also, wo ist jetzt der Tatzelwurm, der grausame Türen her? In jedem Moment kommen. Ja. Weißt du was? Na, geh inzwischen nur zum Rasieren. Ne? Nein, Bonifaz, das darfst du nicht. Ach so, ja, da bin ich wieder zu fest. Ja, vergiss nicht, du bist jetzt der Christian Pointner und deine Braut heißt Martha. Und Bonifaz, wenn sie kommt, dann musst du sie gleich mit du anreden, klar? Ja, völlig klar, ich bin ja kein Depp. Nicht? Guten Tag. Ui, schon da. Na, ist jetzt der Herr Pointner da? Ja, hier steht er. Oh, guten Tag, Christian. Ja, grüß dich. Maria Magdalena. Ja. Wie bitte? Nicht. Ich heiße Martha. Ja, Feili heißt du Martha, aber du hast mich jetzt momentan so verwirrt, dass ich alles durcheinander gebracht habe. Das ist ja ein Netzmädel. Ach, machst mich leiden. Ja, ich schon. Ich schon. Ja, du bist ja auch ein heißer Typ. Was, das gehört sich an dir, scheiße lieb. Was ist denn? Du musst doch recht mürrisch sein zu ihr und mir. Mir musst fortjagen. Ja, ich kann aber auch sehr mürrisch sein. Ja, ja. Kann. Lass jetzt gleich singen. Was ist mit dir? Wieso? Ja, was stehst du denn da rum, wieder auf, geh an der Arbeit? Ich geh ja schon her. Also. Du sag mal, hat er dir was getan? Der, ja. Ja, der hat mir einiges hat mir der getan. So, jetzt hast du gesehen, wie es bei uns geht und steht. Nicht? Jetzt geh wieder an meine Arbeit. Ja, aber Christian, du wirst mich doch wohl nicht stehen lassen. Nein, aber sitzen. Ich meine, da kannst du hier sitzen, auf die Bank. Geh dazu. Ah, Christian. Sag mal, Christian, kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ich von der Reise müde bin und vielleicht Hunger habe? Ja, das kann sich der Bonifaz schon vorstellen. Bonifaz? Bei mir daheim, da haben sie immer Bonifaz gesagt. Nicht? Ich habe zwei Namen. Christian Bonifaz, ich allein. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ach, du, weißt du was? Bonifaz ist ja noch viel schöner als Christian. Ah, ja? Das kann man so schön abkürzen in Bonnie. Ja, Zirkusboni. Also, mein lieber Bonnie, willst du mir nicht ein bisschen was zu essen bringen? Ja, auf das geht's jetzt auch nicht mehr drauf. Schau mal, ob ich was finde. Gell, warte einen Augenblick. Oh Mann, ich werd nicht wieder. Entsetzlich, wenn man gezwungen ist, einen Mann zu heiraten, der ein Bauer ist, wie er im Buche steht. Ja, hoffentlich vergeht jetzt bald der Appetit auf den Bayern-Bub. Jetzt schau her, Maus, jetzt hab ich was. So, du hast jetzt Wurst. Du hast die Brot, jetzt is. Giddigit. Was soll ich denn mit den Fingern essen? Freilich, da schmeckt's am allerbesten, glaub ich. Oh, ja, wie schick. Okay. In der einen Hand Wurst, in der anderen Brot. Oh, ich bin direkt verliebt in diese Sitten und Gebräuche. Ach. Bonnie, mein lieber Bayernbub. Hm? Ich danke dir, dass ich durch dich den Weg zur Natur zurückgefunden hab. Och, mein Lütten Schickbüdel. Siehst du, das hätte ich jetzt wieder nicht gehabt. Was
Was denn, Bonnie? Dass du so widerstandsfähig bist. Und was Schöneres kann's nicht leicht geben. Wer lang jodelt, hat ein langes Leben. Und ich jodel jeden Tag, jodel, wann ich mag. Jodel macht's mir keine Plage. Ich find Jodel wunderbar, darum ist es klar, jodel werd ich nur mit 100 Jahren. Schon wann ich aufsteh und zum Fenster aussehe, kommt mir schon der erste Jodler aus. Wenn die Sonne lacht und wenn es blüht und kracht, wer jodelt, der ist heuer fern heraus. Wer lang jodelt, hat ein langes Leben. Und was Schöneres kann's nicht leicht geben. Wer lang jodelt, hat ein langes Leben. Und ich jodel jeden Tag, jodel, wann ich mag. Jodel macht's mir keine Blag. Ich find Jodeln wunderbar, darum ist es klar, jodel werd ich nur mit 100 Jahren. Soll die Komödie weitergehen, Herr Christian? Was für ein soll ich das nehmen? Das überlasse ich die Bonifaz. Ja, der ist gerade der Rechte. Der bringt das Frauenzimmer nicht weiter. Im Gegenteil, das verkauft ihn sie wie eine Affenmutter in ihr Jungs. Oh, Monika, so arg ist doch auch nicht. Oh, Frauenzimmer ist ja sauber, dass mir direkt neidig sein könnt um die frisch angeschmierte Larven. Mag sie halt noch? Na, das braucht's bei mir nicht. Bei mir ist alles Natur. Ja, froh bin ich erst wieder, wenn sich die Parfümnatter verrollt hat. Natter ist gut. Das ist schon mehr ein Papagei. Mhm. Schöne Federn hat er ja, der Vogel. Hoffentlich frisst ihn bald Katz. Verlass dich drauf, Monika. Der Bonifaz, der bringt schon weiter. Ja, hoffentlich. Und wenn er versagen sollte, dann werde ich der Schlange den Kopf zertreten. Einverstanden. Wenn es gar nicht anders geht, dann mach ich einen heiligen Gabriel. Mhm. Mit dem flammenden Schwert, hä? Nein. Mit den nassen Putzlumpen. Oh ja, auf Eif, Monika. Kommen Sie, Bastl, stellen Sie nur die Koffer hier ab. Soll ich nicht doch lieber warten? Amit, überlegen Sie es gerne wieder anders und dann haben Sie Kontaktträger. Das brauche ich auch gar nicht. Hier lasse ich mich häuslich nieder. Ja, wollen Sie vielleicht gar länger bei uns bleiben? Für ganz mein Bester. Ja, für das. Im Vertrauen gesagt, Herr Pointner und ich sind so gut wie verlobt und heiraten demnächst. Jetzt wird's heute höher, wir fahren. Na, ist das eine Neuigkeit? Und ob das eine ist, da heiraten Sie also ins Fischerhaus ein und werden dann so quasi ein Hirsige. Hirsige, was ist das denn? Das heißt, dass Sie eine Dasige werden. Hirsige, Dasige, das verstehe ich nicht. Hört sich beinahe an wie Chinesisch. Ist aber bohrisch. Also, diese Säbelsprache ist für mich ein spanisches Dorf. Wenn Sie aber da bleiben im Sinn haben, dann müssen Sie doch ein bisschen bayerisch lernen, sonst wären Sie ja nie ein Hirsige. Ja, dann müssen eben Sie mir die ersten Urlaute beibringen. Sie sind doch ein waschechter Säbel, mein lieber Wastl. Los, kommen Sie. Fangen wir gleich an mit der ersten Lektion. Wenn wir in den Urlaub fahren zu dem wilden Bayou waren, dann begrüßen uns die Säbels mit Juhu. Ja, wir jodeln und wir schnackeln, Blatteln, Dorma, Fingerhaken. Bei uns ist was los in St. Peter am See. In
St. Pauli. In St. Peter. Ja, da tut sich allerhand. Für die Fremden tun mir Fenster mit der Leiter an der Wand. Geht ein Mädel von der Alster abends auf ne Bummel aus? Auf der grünen Lederhose noch begleitet sie nach Haus. In St. Pauli. In St. Peter. Da verliebt man sich ganz schnell. Und das Liebesbarometer dreht sich wie ein Karussell. Wozu in den Süden reisen, wenn die Männer hier beweisen, dass sie mit uns flirten wie am Mittelmeer? In der Bibel steht geschrieben, du sollst alle preisen lieben, das ist unser Reim für den Fremdenverkehr. In St. Pauli, in St. Peter, da sind alle Menschen froh. Jeder Preis ist uns willkommen und sein Gerstl sowieso. Ja, man zahlt für das Vergnügen und fühlt reichlich sich belohnt. Ja, wir kennen schon die Preise und sind auch nicht hinterm Mond. In St. Pauli, in St. Peter, ist der Nepp ganz aktuell. Ja, da fährt das Wirtschaftswunder mit den Preisen Karussell. Bräutigam kümmern. So, mein lieber Bastl, das ist für den Gepäcktransport und die bayerische Lektion. Mein lieber Bua. Dankeschön, Fräulein. Bin recht zufrieden. Und ich lass mir's nicht nehmen. Die fliegt auf wie eine Mondrakete. Juhu! Ja, Mausilein, möchtest du wieder heimreisen, ja? Aber im Gegenteil, Bonnie, da bleiben will ich. Geh herauf, du wirst doch nicht... Natürlich, du wirst doch wohl ein Zimmer für mich haben, oder? Ein Zimmer? Nein, das geht nicht. Wieso denn nicht? Ja, weil, wegen der Sittenpolizei. Doch, was heißt denn hier Sittenpolizei? Du, vorerst bin ich für alle Sittenapostel ein Sommergast, ja, und habe das Recht, mich einzumieten, wo es mir passt. Ja, ich hab bloß gemeint, dass du ein paar Tage vielleicht noch im Gasthof drücken bleibst, bis wir alles schön hergerichtet haben für dich, nicht? Weil der Maler. Ach. Der Maler kommt morgen, ja, und übermorgen der Tapezierer. Und in 3 Tagen der Kaminkehrer, der macht wieder alles für Dreck. Können wir wieder von vorne anfangen. Mausi, das kann Monate dauern. Ne? Ach, Bonnie, ich will doch hier ländlich, sittlich wohnen, ohne alle Umstände. Komm, und nun zeig mir schon mein Boudoir. Das find's gleich, das ist hinterm Haus, ein Herzl ist an der Tür. Oh, Bonnie, ich meine doch mein Zimmer. Die hört nicht auf mit ihrem Zimmer. Monika! Ja? Komm mal raus, bitte. Was gibt's denn? Ach, will das gnädige Fräulein am Ende gleich gar wieder abreisen? Nein, im Gegenteil, da bleiben möchte. Aber doch nicht bei uns? Natürlich, wo denn sonst? Natürlich, wo denn sonst? Das geht auf gar keinen Fall. Das geht auf gar keinen Fall. Wo soll ich denn schlafen? Ja, wo soll ich denn schlafen? Ne? Bei mir? Was? Vielleicht inzwischen in meiner Kammer. Da, ja, nicht? Und wo schlafst denn du? Ich werde schon irgendwo einen Platz finden. Bei mir schlafst du im Hähnerstall oder beim Gorsbock? Ich bin nur lieber wie bei dir. Ja. Kann ich jetzt endlich mein Zimmer sehen? Ja, gehen Sie nur auf. Das erste Zimmer auf der rechten Seite im ersten Stock. Sie können nicht fehlen. Danke, verbindlichst. Bitte. In mein Gepäck bringen Sie ja wohl rauf, hm? Das auch noch. Jetzt sind wir ja soweit. Jetzt ist der Marder glückselig im Haus. Martha heißt's, nicht Marder. Für mich ist ein Marder. Und für mich ist eine Martha. Mhm. Kann mir ja sagen, ob du so schlau bist, dass du es wieder da hinbringst, wo es herkommt. Ja, jetzt geht's ja. Das Gepäck bringst du ja wohl hinaus. Och, herrlich, dieser Ausblick. Einfach herrlich. Wie im Paradies. Gell, ja, ich bin der Adam und du bist die Eva. Und ich bin der Erzengel Gabriel.
Claudia. Bitte bring mir doch meine Koffer rauf, ja? Wieso rentiert sie das? Musst du nicht wieder mal heimreisen? Aber Bonnie, ich bin doch so froh, dass ich diese herrliche Gegend und dich gefunden hab. Ja? Na, du musst dich doch auch nach deinen jahrelangen Seereisen wie im Paradies fühlen. Die steigt nicht runter von ihrem Paradies. Was tue ich denn? Was mache ich denn? Halt! Halt, Mausi, das geht nicht, bitte. Das darfst nicht rauchen, nein. Das ist ein altes Holzhaus, das brennt wie Zunder. Oh. Da werde ich meinen Glimmstengel eben auf der Hausbank genießen, nicht? Ja. Ich komme gleich. Lass der Zeit, passiert gar nichts, lass der Zeit. Oh, hi, Madland. Uiuiui, dieser ist ja anhänglicher wie der Gwandlaus. Was mache ich denn? Also die, wenn ich wieder gut rausbringe, dann rutsche ich auf die Knie nach Altötting, das schwere ich mir. Bin ich. Ja, da komm, bist du. Wir halten einen kleinen Klönschnack. Ja, Schnacken gibt's nur bei uns am See drin. Komm, setz dich zu mir und erzähl mir von deinen Seemannsabenteuern. Na ja. Zigarette? Ja, da eine her. So, hast du Feier? Aha, Moment. Bitte. Aber brauchen wir nicht, ne? Bisschen Rast. Man merkt doch gleich, dass du ein alter Seebär bist. Warum? Naja, weil du keine Zigaretten rauchen kannst. Matrosen primen doch. Das kennst du doch bestimmt auch, prim, nicht? Alle, prim am Chiemsee. Da war ich mal als Fischerknecht. Ach, Bonnie, ich meine doch prim, Kautabak. Ah, den, ja, den habe ich auch mal geraucht, aber nie mehr. Da ist mir so schlecht geworden. Mach ich nicht mehr. Du, Bonnie, darf ich mal ein bisschen indiskret sein? Ja, von mir aus. Sag mal, wie viele Frauen hast du schon auf deinen Weltreisen geliebt? Abi. Ach los, nun stell dich doch nicht so an. Weißt du, ich möchte gar keinen Mann, der keine Erfahrung hinter sich hat. Und das ist los, nun mal raus mit der Sprache, du kleiner Schäker. Du, wie sahen die Deans aus? Ja? Schwarz, braun oder gelb? Bunt. Ja, ich habe mal eine schwarze gehabt und dann habe ich mal eine gelbe gehabt. Oh, klasse! Ja. Du, wer war die schwarze? Die schwarze, das war eine Bauernstochter von Kochel. Und die gelbe? Die gelbe wiederum, das war Fischerstochter von Seeshaupt. Ach, war die gelb? Ja, gruselgelb. Die hat Gelbsucht gehabt im höchsten Stadion. Du Tünbüdel, du! Ich meine doch exotische. Ah, die? Ja, da bin ich nie hinkommen. Das haben wir die anderen immer schon vorher weggeschnappt gehabt. Sag mal, hast du nie in der Südsee geliebt? Da ist mir nichts bekannt, ne? Ach, die Südsee, die muss doch herrlich und groß sein. Ja, was glaubst du? Die ist ja riesengroß. Die ist ja gut dreimal so groß wie der Starnberger See. Ach, Dina, das dürfte wohl nicht reichen, ne? Ich glaub schon fast selber. Es kommt kein Mensch. Niemand. Nanu, du bist plötzlich so stumm, Liebling. Ja, das habe ich von meinen Fischen. Komm, nur erzähl mir doch von deinen Weltreisen, von deinen Abenteuern. Ach, du, ich schwärme für Männer, die was erlebt haben. Ja. Du, sag mal, hast du schon mal Schiffbruch erlitten? Schiff? Ja, ja, im Chinesischen hinten. Jetzt ist mir alles wurscht. Gott, oh Gott, du musst ja viel ausgestanden haben. Ja, das kann man gar nicht erzählen. Das war die fürchterlichste Nacht meines Lebens. Bloß gut, dass ich fest geschlafen hab. Tja, und wie kam das zum Schiffbruch? Das Schiff ist in der Mitte ist das Schiff auseinandergebrochen. Ein Teil ist da hingefahren, der andere ist da hingefahren. Ich war in der Mitte allein, weil da. Ha, während eines Taifuns? Nein, während ich geschlafen habe. Ne? Da muss doch der Depp vom Kapitän in den Nagel gefahren sein, ne? Sonst gibt es. Jedenfalls, wie ich aufgewacht bin, war ich im Wasser drin gelegen. Ja, fürchterlich. Sag mal, und wie bist du gerettet worden? Ja, bin ich gerettet worden. Ich war ja tagelang in dem nassen Wasser drin da. Ja, hab schon ausgeschaut wie eine Wasserpflanze. Zwischen die Finger habe ich schon Schwimmhäute gehabt, so lang war ich da drin. Aber meine Rettung war dann, kam plötzlich eine Welle und schmoss mich an Land.
Da war ich dann los, da war ich dann bewusstlos, nicht? Ja. Ja, und denn? Ja, dann bin ich wieder aufgewacht. Liege ich unter lauter Palmen. Lauter Palmen waren da und auf die Palmen drum, da waren so kleine Affen, die haben mit den Kokosnüssen Ball gespielt, hinüber, herüber, haben die gespielt und einem so ein Aff kommt so Kokosnuss aus und fällt mir direkt aufs Hirn auf. So ein Aff. Seit der Zeit kann ich mich an nichts mehr erinnern. An nichts mehr. Du ärmst ja die Erzählung richtig wohl bannig auf, was? Die regt mich unbändig auf, ja, da komm ich direkt ins Schwitzen. Aber es macht nichts, ich muss jetzt an meine Arbeit wieder gehen. Och, nix da, Bonnie. Du wirst dich doch bei diesem herrlichen Wetter einmal mir widmen. So. Naja, als angehender Bräutigam, da kannst du schon ein bisschen was riskieren. Ja, da müsst ihr zuerst meinen Fischerknecht fragen, hä? Nein, nein, kein Ein wirst du fragen. Weißt du was, Bonnie? Wir machen heute einen Spaziergang durch St. Peter und zeigen allen Leuten, wie glücklich wir sind. Ja, muss das sein? Ja, das muss sein. Hm. Und dann, Bonnie, da muss ich dich noch um etwas bitten. Ja, jetzt ist schon wurscht. Aber sei mir bitte nicht böse. Ja. Weißt du, es ist mir sehr unangenehm. Oh nee, das ist aber auch reinweg zu dumm. Weißt du was? Ich habe bei meiner Abreise meiner Bank in Hamburg den Auftrag gegeben, mir Geld zu überweisen. Ach so, und das möchtest du jetzt bei mir hinterlegen? Nein, nein. Du stell dir vor, das ist bis heute noch nicht eingetroffen. Ei. Ja, musst du nichts denken. Unser Postbote, der ist langweilig. Dem kannst du unterm Gehtschuh doppeln. Das ist ganz langweilig. Sag mal, würdest du vielleicht so lieb und nett sein und mir inzwischen den Betrag meiner Hotelrechnung vorstrecken? Ja, aber gern, Mausi. Was macht's denn aus? Ach, jemand hat die Rechnung. Ja, schau her. Übernachtung mit Frühstück komplett, 2 Eier im Glas, eine Portion Schinken, ein Piccolo. No, du bist ja ganz bescheiden, nicht? Das werden wir gleich haben. Monika! Schick mir da mal einen Fischerknecht raus. Ach, du Goldschatz, ich danke dir. Ja. Ist doch für mich ein Lappali. Ja. Hast du noch was zum Zahlen? Machen wir gleich, ne? Nein, nein. Weißt du, Geld spielt bei mir keine Rolle. Ja, das sehe ich an deiner Großzügigkeit. Ja, ja. Was gibt's denn? Da, schau her. Jetzt gehst du runter zum Hecht und zahlst für das Fräulein die Hotelrechnung. Hotelrechnung, wieso? Ja, frag nicht lang durch, was ich da gesagt hab. Ja, aber Bonnie, du musst ihm doch Geld geben. Na, Mausi, das braucht's nicht. Der weiß ja, wo's ist. Nimmst vom Rechten vom größeren Haufen, gell? So, Bonnie, und ich gehe jetzt runter zum See und erwarte dich dort zu einem Spaziergang. Ja. Aber lass mich nicht zu lange warten. Nein, nein, nimm ein Fahrrad. Was hat er? My Bonnie was over the ocean. My Bonnie was over the sea. Die hat einen Vollhammer. Aber nicht ungefährlich, sag ich dir gleich. Die geht aufs Geld los. Schwöre ich dir. Wenn das so weitergeht, sind wir bald bankrott. Ja, ja, ja. Außerdem schlafe ich heute Nacht bei dir. Bei mir? Wieso? Ja. Weil unser gemeinsamer Braut gerade mit Sack und Back in meine Kammer eingezogen ist. Na, jetzt haben wir die Laus im Beiz, Bonifaz. Warum hast du denn das zulassen? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Vor lauter Aufregung habe ich überhaupt nicht mehr gewusst, wo ich hinschauen soll, was ich machen soll. Ich bin schon so. Sei froh, dass mir nichts Besseres eingefallen ist. Wenn die im Hecht unten wohnen geblieben wäre, können wir bis Weihnachten nur noch Rechnungen zahlen. Lauter Rechnungen, bis Weihnachten. Christian, wenn wir die nicht bald bei guten Winden ausbringen, dann wären wir schiffbrüchig. Glaube mir, ich verstehe seit heute was von der Seefahrt. Bonifaz, wo gehst du denn hin? Wo geh ich denn hin? Wo werde ich denn hingehen? Das Gepäck von der Dame nehme ich in Beschlag. Ja, geh doch. Wenn ich so eine Pant haben von der Hochstapferin. Oh! Ich sag dir, wenn das lauter unbezahlte Rechnungen sind, was da drin hat, sind wir erledigt. Bonifaz, vergiss aber nicht deine Braut, die unterm See auf dich wartet. Ja, die kann warten, bis Plattfuß hast. Sagst, ich bin in der Südsee, Schiffbruch. Auf Wiedersehen. Ja, ich misch mich da nicht rein. Meine Braut ist sie nicht. Grüß Gott. Ja, grüß deinen Gott, Everl. Grüß Gott. Wie geht's dem Mann? Dankeschön, sehr gut. Nicht einmal Schmerzen habe ich gehabt. Darf ich ihn einmal sehen? Bitte schön, Herr Doktor. Oh ja, wunderbar ist er wieder, gell?
Gell? Genauso, als wenn nie was gewesen war. Fast genauso. Und trotzdem habe ich Ängste ausgestanden. Um mich? Tja, wenn Ihnen vielleicht was passiert wäre. Es wäre eine Blutvergiftung dazugekommen. Ich glaube, ich hätte mir das Leben genommen. Okay, war schad gewesen. Um Sie? Nein, um Sie. Dankeschön. Bitteschön. Eva, muss ich jetzt zu dir Sie sagen oder darf ich zu Erna du sagen? Von mir aus sagst du, weil es gar so schön betteln können. Dankeschön. Für was? Na ja, schau, Eva. Weißt du, wie du gestern so mit der Angel im Arm vor mir gestanden bist, da hast du mich für eine große Dummheit bewahrt. Und darum bin ich so froh, dass du wieder so gesund und munter bist. Freut dich das nicht? Doch, aber versteh da es nicht ganz. Dann müsstest du mir schon noch mehr erzählen. Ja, das geht jetzt nicht. Warum? Ja, weil da nicht der richtige Platz ist. Ja, dann gehen wir halt woanders hin. Gern, aber nicht jetzt. Eva, hast du ein bisschen Vertrauen zu mir? Ja. Gut. Dann treffen wir uns in einer Stunde unten in der Schiffhütte am See. Dann werde ich alles erzählen. Magst du? Vielleicht. Sicher. Bitteschön. Jetzt muss ich aber gehen. Für dich, Eva. Für dich, du Bettelbub. Wiederschauen, Eva. Grüß Gott. Grüß Gott. Du bist der Christian. Ja, der bin ich. Ich bin der Schwoier. Schwoier? Kannst dich nicht mehr erinnern an mich? Ach doch, doch, so dunkel, ja, ja. Dunkel, ja. Erlaub schon, dass ich mir ein wenig hinsitze. Ja, bitte schön, Schwoier, nimm Platz, natürlich. Hätte ein bisschen was zu reden mit dir. So. Bitte? Na? Wie gefällt's dir denn daheim wieder? Ah ja, ganz gut. Ich war ein guter Freund von deinem Vater. Und der gleiche gute Freund bin ich zu dir auch. Ja. Und darum sage ich in aller Freundschaft, wenn's dir einmal zu fad werden sollte bei uns, dann kommst du vertrauensvoll zu mir. Und wenn's wieder in die Welt ausgewillst, weißt du was? Dann kaufe ich dir den ganzen Zauber da ab. Ich zahle dir jeden Preis. Ich danke dir, Schwoi, aber das kommt nicht in Frage. Weißt du, ich denke nämlich ans Heiraten. So, so. Schade, dass meine Tochter nicht die Auserkorene ist. Dies wäre ein Gespann und eine Verwandtschaft. Ja, da kann man nichts machen, gell? Leider, leider. Ja, du Schwoier, dass ich nicht vergiss und weiß gerade da bist. Ich zahle dir gleich die Hotelrechnung für das Fräulein Petersen, die heute bei dir übernachtet hat. Ach so, ist dies vielleicht diejenige? Nein, nein, die meine ist schon eine hiesige. Ja. Stimmt schon. Ah, danke schön. Ich meine, eine saubere Amsel ist schon. Mhm. Ja, aber wir haben ja auch saubere Mädel im Dorf. Wenn sie nicht so raffiniert sind, ne? Ich heirate mit Sicherheit, Schwoier. Ja, freilich. Mhm. Darf man nicht fragen, wer die Glückliche ist? Fragen darfst du schon, aber sagen du das nicht. Ich möchte mich nicht gern vorher blamieren. Ah, bist deine Sache noch nicht recht sicher? Ja, nicht so recht, es kommt halt auf die Umstände drauf an. Das ist sehr vernünftig von dir. Die Umstände sind oft sehr ausschlaggebend. Ja, du, und wenn aus der Heirat da mit der betreffenden Hiesigen da nichts wird, dann verkaufe ich mein ganzes Anwesen und St. Peter sieht mich nie mehr wieder. Ist das dein Ernst? Mein vollkommener Ernst. Ja, du Christian, kannst du mir das vielleicht schriftlich geben? Ja, Schwoier, das kannst du von mir aus sogar schriftlich haben. Ja, ja, dann schreib's gleich, Christian. Was? Wo ist jetzt der Ding? Da ist ja. Hey, was ist denn los, Schwoier? Christian. Da pressiert's den gar so. Ja, ich weiß jetzt schon von dir, wenn du im Falle des Falles, da schreibst hinten drauf, da ist bloß genug, gell? Wenn du im Falle des Falles einem alten, treuen Freund von deinem Vater das Vorkaufsrecht schriftlich geben würdest. Ah, ja. Ja. Und bei mir war heute die Sache in gute Hände. Also schreib's, Christian, das war mir eine rechte Beruhigung. Natürlich, Schwoier, weil du ein guter Freund zu meinem Vater warst. Ja, war ich. Und dass du wieder ruhig schlafen kannst, nicht? Ja. Schreib mir da halt den Zettel. Ja, sei so gut. Ich, Endes Unterzeichneter. Ja, du. Ja, sichere dem Gastwirt. Mir. Wie heißt noch mein Vornamen? Ich. Peter. Peter. Ja. Peter Schwoier von St. Peter. Ja, eben drum. Ach, na bist du der Patron? Ja. Oh, nein, umgekehrt. Für den Fall, dass aus der von mir geplanten Heirat mit der hiesigen, ja, das ist wichtig, ja, nichts wird, das Vorkaufsrecht für meinen gesamten Besitz zu. Ja. Christian Pointner. Jetzt, ja. Ist so recht? Ja, freilich. Danke schön, Christian. Danke schön. So, jetzt musst du mich entschuldigen. Ich hab noch was vor. Ja, lass dich noch nicht mehr aufhalten. Vierte Gott, Schwoier.
Und hoffentlich wirst du niemals Besitzer von meinem Eigentum. Ja, hoffentlich schon. Na ja, wenigstens habe ich ein Beruhigungsmittel in der Tasche. Mit dem Fischerknecht wieder. Wer? Ach, der Schmoyer, grüß dich Gott. Was hast denn du da? Nix. Mit dem Christian habe ich gerade geredet. Ah ja, und was sagt er? Nicht viel. Mir hat's gelangt. Ja. Heiraten will er. Das habt ihr doch ich auch gesagt. Eine hiesige will er heiraten, hat er gesagt. Und ganz närrisch muss ihn betreffen, die verliebt sich. Geh herauf. Wenn er das sagt. Ja. Wenn die Heirat mit der nicht zusammengeht, hat er gesagt, dann verkauft er alles und St. Peter sich nimmer. Nein, das glaube ich nicht. Glaubst du es halt nicht? Das glaube ich nicht. Da, mir hat er sogar schon schriftlich das Verkaufsrecht gegeben. Ja? Da, lies. Verkaufsrecht. Zwei Eier im Glas, ein Piccolo, was? Ja, was? Nein, da hinten. Ach drauf. So, hinten. Das ist der hiesigen Hies. Wer kann denn das sein? Was denn? Halt. Was tatst denn du damit? Weg. Das war keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hast du keine Ahnung? Ich hab nicht mehr einen Dunst. Außerdem mit den paar Mädel, die wir da haben, ist ja der Christian nie zusammengekommen. Ja, eben. Woher soll ich? Du. Was? Da kommt ja die Seerosen da. Der Herrgott, was möchte denn die überhaupt so dabei da? Die ist doch auf dem Christian scharf. Ah, Jesus Maria. Ja, das wird doch nicht am Ende die betreffende Hiesige sein, die der Christian heiraten will. War der Gaudi, gell? Ja, der traue ich alles zu. Du, drum hat sie sich auf einmal so raffiniert anzogen. Von der Friseurin habe ich es heute auch schon rausgehen sehen. Was lachst du jetzt so dumm? Ich hab mir gerade so vorgestellt, wenn der Christian jetzt wirklich die Seerose heiratet, dann gibt's bei dir eine Explosion. Und da den auch werden. Ja, das hintertreiben die mit allen Mitteln. So, wir? Ja, das darfst du nachher schon sehen. Wenn ihr nur bestimmt wisst, ob sie diejenige ist, ohne die der Christian nicht leben kann. Soll ich's fragen? Naja, das wird sie dir nicht auf die Nasen binden. Nicht so direkt, ich mein, so durch die Blume, nicht? Ich kitzel dir das Geheimnis schon raus, wenn's willst. Na, so meinst du? Da geh rein in den Schupfer, was? Da kannst du alles mit eigenen Ohren anhören. Genau, nein. Das ist eine gute Idee von dir. Das ist ganz genau, aber ich kann zwar immer noch nicht begreifen, dass der Christian so blöd ist. Halt zu, ja, aber ein Weib hat mehr Kraft wie ein Schießpulver. Zu, komm! Grüß dich, Bonifaz. Ja! Ja, wie schaust denn du aus? Warum? Wie schau ich denn aus? Wunderbar. Wunderbar, wie deine eigene Tochter. Okay. Hast du was von der Apotheke eingenommen? Okay, wieso denn? Nein, ich mein, Siegeschlecht oder warst du immer schon so sauber? Mein Gott, der Frau muss was auf sich halten. Ja, du hast recht, da muss was auf sich. Geh, sitz dir ein bisschen her zu mir. Brauchst du wieder Fisch? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht brauche ich ja bald keine Fisch mehr kaufen. Ah ja. Kann ich mit Christian reden? Nein, du, ich glaube nicht, dass er da ist. Ah, nicht? Ja, ja, macht nichts, dann komm ich später. Genau, komm später wieder, nicht? Unser Haus steht ja jederzeit offen. Du, Bonifaz, im Vertrauen. Meinst du, dass ich Aussicht hab? Ja, du bist gut. Die hat doch unser Herrgott alles mitgegeben zum Verführen. Geh herauf, du Konditor. Nein, ich mein, das ist so. Naja, ich hoffe, dass wir recht gut auskommen werden miteinander, wir zwei. Wir zwei? Nein, ich und der Christian. Ach so, ja. Ja, wenn ich dann der Chefin bin, werde ich dich schon auch nicht vergessen. Ach, du möchtest auch Chefin werden? Geh, Bonifaz. Du weißt doch, was ich für Absichten hab. Absichten, freilich. Absichten braucht man ja nicht, sonst wär's ja nichts. Ja, und wenn der Christian vernünftig ist, dann geht er auf meinen Vorschlag ein. Ja. Ich bin jederzeit bereit. Das kannst du ihm sagen. Ja. Vierte, Bonifaz. Einzig! Helf Gott! Was du jetzt genießt? Ja, das hab ich genossen, ja. Ja, und da sagst du gleich hinterher selber, helf gut. Ja, vorher konnte ich es nicht sagen, weil ich nicht weiß, wann ich genießen muss, ne? Was? Da schon her, reißt es mich schon wieder. Helf gut. Also, vierte Bonifaz. Und sagst dem Christian einen recht schönen Gruß. Und ich tät mich sehr freuen, wenn er sich bei mir einmal sehen lässt. Vierte. Jederzeit bereit. Sag mal, jetzt hast du uns bald verraten. Mit deiner Schnupftabaksdosen da. Ja, jetzt wissen wir's. Jetzt gibt's keinen Zweifel nimmer. Noch deutlicher kann sie's auch nimmer sagen. Ja, ich möchte bloß wissen, was der Christian an derer gefressen hat. Ja, da ist ja Eva die reinste Schönheitskönigin dagegen. Mei, vielleicht schwärmt er mehr fürs Mittelalter. Aber jetzt muss was geschehen. Den Triumph vergehe ich dem alten Rezept nicht, dass sie mir dann mit ihrer vergräßenden Liegenschaft da eine pfundige Konkurrenz macht. Jetzt muss was geschehen. Mhm. Bonifaz? Jetzt kannst du was erleben. Wieso ich? Jetzt ist mir alles wurscht. Wieso? Ich hab... Da ist meine Hand drauf. Was will ich?
einen Hunderter kriegst, wenn mein Plan ausgeht. Ah, 100 ist jetzt wenig, wenn ich da entlassen werde. Brauchst keine Angst, dass du deine Stellung verlierst, wenn ich dann einmal der Herr bin von dem ganzen Zeug da. Du bleibst, was bis jetzt warst. Und auf eine Gehaltsaufbesserung kommt's mir auch nicht an. Fertig. Fertig, Schwer. Fertig. Gehaltsaufbesserung. Er mit seinen Zähnen. Aber jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Spinnt jetzt sie, spinnt er oder sind wir alle miteinander schon damisch? Oh, Heimatland. Mein Marterpfahl, auf die habe ich ganz vergessen. Oje. Ja. Du lässt mich schon über eine Viertelstunde warten. Ja, Mausilein, wo warst du denn? Ich war unten am See und habe auf dich gewartet. Aber wenn ich kam, warst du. Ja, weißt du, bei uns ist das Geschäft so furchtbar gegangen, nicht? Und bei uns kommt zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Puh, was interessiert mich die Arbeit, wenn ich dabei auf ein Vergnügen verzichten soll? Ich hab mich schon so auf eine Kahnpartie gefreut. Ja, mei, das musst du halt aus dem Kopf schlagen, Mauseli, weil bei uns wird von in der Früh bis auf die Nacht gearbeitet und dann wird geschlafen. Sag mal, du hast vom kleinen See erst. Hä? Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dir ständig bei der Ermordung der Fische zusehe. Da bin ich ja harmdösig. Schließlich und endlich bin ich ein junges, lebenshungriges Weib. Und das muss bei einem Mann wie dir doch ausschlaggebend sein. Das ist eine freche Wanzen. Kommst du überhaupt nicht mehr zum Reden? Aber der wäre jetzt die Leviten lesen, da pass auf. Jetzt hör einmal zu, Mauseli. Ich brauche kein junges Weib und ich brauche halt kein lebenshungriges Weib. Ich brauche nämlich überhaupt kein Weib. Nein, nein. Und wenn ich ein Weib heirate, dann kann ich die Tag und Nacht Kahn fahren möchte. Nein, nein. Bei uns muss eine Fischerin arbeiten. Von in der Früh bis auf die Nacht arbeiten, damit der Mann, wenn er heimkommt, der Freude hat. Und dann muss sie Kinder kriegen. Jawohl. Kinder? Jawohl, Kinder. Ich denke überhaupt nicht an Kinder. Du brauchst nicht denken, du brauchst es bloß bringen. Und zwar mindestens ein halbes Dutzend und lauter Buben, damit das Geschlecht der Pointner nicht ausstirbt, weil wir eine Erbfischerei sind, Mauseli. So, jetzt weißt du ungefähr, was dich hier bei uns erwartet, gell? Wenn sie jetzt nicht heimfahrt, dann heiße ich Feichtel. Also das hätte ich nicht gedacht. Ja, du kannst noch mehr hören, ich bin gerade so schön drin. Also in deinen Briefen warst du viel galanter. Ja, Briefe, schau, Mausi, Briefe, lauter Schmalz, lauter Schmalz. Bonnie, du bist wirklich ein Kind. Was? Aber hübsch bist du doch in deinem Zorn. Wieso? Ja, wieso denn? Ich hab doch... Die ist nicht zum Aufarbeiten, wissen? Oh, komm, sei doch nicht so gnarrig, du kleiner Brummbär. Hm? Weißt du was? Jetzt gehen wir schön in die Haie. Na, Haie nimmer, na, nix. Und morgen, da denken wir nicht mehr an das kleine hässliche Intermezzo. Pass auf, Mausi, du gehst jetzt schlafen, nicht? Und ich warte noch auf meinen Fischerknecht. Na, du, das dürfte wohl ein bisschen dauern, nicht? Wieso? Ja, so viel ich gesehen habe, hat der alle Hände voll zu tun. Wo? Der geht unten am See Arm in Arm spazieren. Genau wie wir beide das auch getan hätten, wenn dir die Arbeit nicht wichtiger gewesen wäre. Gute Nacht, Bonnie. Ja, gute Nacht, Blindschleicher. Bonnie, Schatz. Tja, was ist denn noch? Kann ich heute Nacht mein Zimmer offen lassen? Ja. Ja, das kannst du ruhig offen lassen, bei uns tut da kein Mensch was. Aber das glaube ich schon, wenn der Christian mit der Seerosen Arm in Arm spazieren geht, dass er da alle Hände voll zu tun hat. Jedenfalls schlaf ich heute Nacht da heraus auf der Bank. Weil im Haus drin da lauert der Weibsteufel und hat mir Taftel nicht. Adam langweilt sich entsetzlich und der Weiberl kriegt er plötzlich gern, gibt er Rippen her, Everl hin, Everl her. Eva führt sofort das Wort und verleitet dieses Quiz ihren Hans Dampf zum Apfelbiss. Ja, die Geschichte wird's arg verdrissen, alle zwei haben's aussehen müssen. Marsch vom Paradies gleich fort. Hast nicht geheirat? Wärst nur dort. Es steht vor der Himmelspforten, Ziel von so einem Mannsbult dorten. Und St. Petrus hat entdeckt, dass mit Sünden sie befleckt. Marsch ins Fegefeuer rein. Hab gebüßt die Sünden all, war verheiratet siebenmal. Brauch ins Fegefeuer nimmer, die sieben Ehen waren viel schlimmer.
Mitleidsvoll stimmt Petrus ein. Sieh mal, Kairatos, komm rein. Mache mir mein schönes Bett, ganz allein. Herr Mausi, nicht mit mir. Nein, nicht mit mir. Ah. So. Zweifel, jetzt kennst du die ganze Geschichte. Und jetzt weißt du auch, was die ganze Komödie zu bedeuten hat. Du greifst jetzt, dass ich dir dankbar bin, dass du mich unfreiwillig vor einer großen Dummheit bewahrt hast. Und dass ich vor allen Dingen dem Schicksal dank, dass ich dich gefunden habe. Ja. Schau, Everl, ich bin schon weit in der Welt rumgekommen. Aber jetzt erst sehe ich, dass es daheim eigentlich am schönsten ist. Ja, hast du das denn nie gewusst? Nicht so recht. Aber jetzt weiß ich's. Everl, ich habe heute zu deinem Vater gesagt. Was? Ja, da habe ich nicht gewusst, dass das dein Vater ist. Wenn mich das Mädel nicht mag, das ich mir einbild, dann verkaufe ich alles und St. Peter sieht mich nie mehr wieder. Na, um Gottes Willen. Ich mag dich doch, Christian. Hast du das denn noch nicht gemerkt? Nicht so recht. Everl, möchtest du mal Fischerin werden? Ja. Ui, schon 10. Jetzt darf ich aber schauen, dass ich heimkomme. Schade. Gute Nacht, Christian. Gute Nacht, Everl. Meine liebe, kleine Fischerin. Gute Nacht, Christian. Wirklich schade, dass es schon so spät ist. Nein! Mausi! Hilfe! Bitte! Nein, keine Kinder! War Spaß! Das war alles ein Spaß! Bonifaz! Ja, sag mal, spinnst denn du? Was machst denn du da? Ja, was werd ich machen? Schlafen? Was schreist denn du da in der Nacht? Man dann schreit doch du beim Tag! Sitz die Erde, du Nachtschwärmer. Und hier hört man ja schöne Sachen. Hm? Ja, ja. Wer war denn das, mit der du Arm in Arm am See drunten spazieren gegangen bist? Woher weißt denn du das? Von unserer gemeinsamen Braut. Ach so. Weißt du? Wer war deine Armschlinge? Meine Braut und zukünftige Fischerin. Ah, das ist gut. Und wer ist das, wenn man fragen darf? Ja, das ist vorläufig noch ein Geheimnis. Christian, ich bin ein guter Kerl. Fast ein Depp. Aber du sagst mir jetzt augenblicklich, wer das ist. Ein Hiesige. Ja, Bonifaz, ein Hiesige. Und wie schaut's aus? Jung, fesch, ja, bildhübsch sogar. Und in 6 Wochen ist sie meine Fischerin. Na Gott sei Dank. Na, kann sie ja die auftakelte Seerosen gar nicht sehen? Na, Bonifaz gewiss nicht. Christian, dann müssen wir morgen zum Entrümpeln anfangen. In die Eigel, die Braun. Holla, redl, dulli, oh. Holla, redl, dulli, oh. In die Eigel, die auf drin. Sieg ich, was ich dir bin. Holla, redl, dulli, oh. Du rüach, oh. In die Eigel, die auf drin. Sieg ich, was ich dir bin. Holla, redl, dulli, oh. Du rüach, oh. Gischer muss Tom zu die Bussei verdrang. Holla redl dulli o, holla redl dulli o. In die Eige schi braun, kost mi frei deine Schaun. Holla redl dulli o, du rüach o. In die Eige schi braun, kost mi frei deine Schaun. Holla redl dulli o, du rüach o. Mein Finster, geh weg von mein Bitt. Holla, redl, dulli, oh. Holla, redl, dulli, oh. Den ich hab bereits gewissen, bin gleich überritt. Holla, redl, dulli, oh. Du rüach, oh. Den ich hab bereits gewissen, bin gleich überritt. Holla, redl, dulli, oh. Du rüach, oh.
mal, jetzt kriegt ihr ein Wasserl, dann wird's gleich wieder frischer drin. Na, wie haben wir's denn? Ja, 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 du natürlich, ist ja logisch. Ich bin für keinen Schnittlauchstock, den man gießen muss, gell? Na, geh halt weg, wenn's kein Wasser vertragen kannst. Ja, ja, ja. Ah, tut mir mein Kreuz weh. Au! Was hast du denn? Ich glaube, ich hole mir noch eine Schieferhitzung auf der Bank da. Ich krieg dir gerade recht. Jetzt musst du auf der Hausbank schlafen. Hättest du dein bequemes Bett nicht hergehen brauchen. Ja. Zu mir warst du noch nie so galant. Na, da habt ihr euch aber Saubers auf dem Hals gehetzt. Das wissen wir schon selber. Ja, die hat ja gestern auf Nacht kommandiert, als wenn überhaupt niemand anderer mehr was zum Ring gehabt hätte. Okay. Ein heißes Wasser hat sie mitten bei der Nacht gebraucht. Und 3 frische Handtücher für Kompressionen. Oh. Ja. Wie ich es ihr noch gebracht habe, dann ist sie im Zimmer drin gestanden, schon ausgezogen. In einer ganz modernen Komplikation, oder wie das gelungen da hast. Muss ja ganz interessant gewesen sein, oder? Für die vielleicht, für mich nicht. Wenn es wenigstens eine gescheite Unterwäsche gewesen wäre, dann hätte ich ja nichts sagen. Aber das war ja nur so ein Hosel, wo man 3 aus einem Taschentüchel machen kann. Tanga. Ich bin halt im Finstern ins Bett gegangen, so hab ich mich vor mir selber geschämt. Na, okay. Ja, ja. Ja. Aber brauchst du Angst haben, die Geschichte wird schon bereinigt. Ja, aber wie? Ist doch wurscht. Nein, das ist nicht wurscht. Du musst drunter leiden und das will ich nicht. Hm. Du hättest was Besseres verdient. Ja. Vielleicht dich. Das ist jetzt nicht der richtige Moment, dass man über sowas reden kann. Bonifaz. Bonifaz, schau mir mal in die Augen. Was hast du denn? Möchtest du mich hypnotisieren? Sei ehrlich, die da drum hat dich verblendet. Aber ich reiß dich wieder raus aus der ihre Krallen. Muss ein fescher Kerl sein, weil ich solche Chancen hab. Bonifaz, du bist jetzt in dem Alter, wo's ledig sein mehr schadet als wie nutzt. Ja. Du brauchst eine Frau, genau. Aber keine solche wie die da drum, sondern... Eine solche wie du bist, ja, ich hör dich schon gehen, ja. Gell, das war ein Zusammenstand. Ja, das war ein Zusammenstand. Also, na, schlag ein? Ja, muss ich mir noch überlegen. Ja, Morgen. Morgen, Christian. Morgen, Christian. Gleich bring ich einen Kaffee. Ist schon gut, Monika. Na? Wie geht's dir denn, Bonnylein? Ja, komm. Lass mich mit meinem Spitznamen in Ruhe, sonst wird man noch schlechter, wenn man schon ist. Oh. So, da ist jetzt der Kaffee. Ja, vielleicht bringst du ihn bald, bevor er kalt wird. Geh weiter. Und ein Brot zum Einbrucken, bis der Lippenstecker bleibt. Das geht. Sei doch nicht so fahrig. Ja, ich bin ja schon der reinste Nervenkasperl, schon langsam. Ja, da drum geht er mit dem Kopf umeinander wie ein Müllradl. Geht schon. So, jetzt passt auf, Leute. Ich hab mir noch einmal alles genau überlegt heute Nacht. Mhm. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, ich muss umbauen lassen. Ja, sonst wird uns der Platz zu wenig. Muss das schöne Fischerhäusl so umbaut werden? Es bleibt genauso stehen, wie es ist, Monika. Aber innen wird umbaut. So. Aus dem Bonifaz sein Zimmer wird ein Bad gemacht. Aha. Das freut mich. Dann kann ich in der Badwanne schlafen. Zieh ich mir wenigstens keinen Schiefer mehr ein. So hast du mehr Zeit. Und aus der Monika im Zimmer, da machen wir ein Kinderzimmer. Ja, ich weiß ja, wie so kindisch ist, gell? Ja, ja, ja. Dein Brotlern. Und hinterm Haus, da lassen wir ein kleines Zuhäuseltraum bauen. Da könnt ihr dann ihr zwei drin schlafen. Mhm. Halt, Einspruch! Aber nur getrennt, da muss eine Feiermauer rein, gell? Und das alles muss in 6 Wochen bis zur Hochzeit fertig sein. Kinderzimmer, Hochzeit? Na Christian, willst denn du heiraten? Mhm. Doch nicht die da drum. Nein, Monika, eine richtige Fischerin. Gott sei Dank. Unser Herrgott weiß schon, was er tut. Ja, und bloß bei dir hat er es nicht gewusst. Und wenn euch alles so recht ist, wie ich mir vorgestellt hab, dann sind wir in 6 Wochen eine recht glückliche Familie. 6 Wochen? Ist schon ein Kind unterwegs? Ach du, mein Lieber. Mein Gott, direkt Freunde mich. Und lustig wäre es auf der Hochzeit wie eine Junge. Ja, da darfst du anstrengen. In unserem Zuhäusl werde ich mein Zimmer recht schön herrichten und dem Bonifaz das seine auch, damit sie ihm recht gut gefällt bei seiner Moni. Gell, Boni? Das gehört, wie es zwitschert hat, wie ein harzer Edelroller.
Du, zuerst hat's mir direkt einen echten Heiratsantrag gemacht. Das hält doch der stärkste Ochs nicht aus. Ja, Bonifaz, das gibt's ja alles wieder. Nein, das gibt sich nicht. Die Hauptsache ist jetzt deine Scheinbraut. Das gibt sich nicht. Jetzt müssen noch einmal die Zimmer geräumt werden für den Umbau. Ich hoffe, dass jetzt bald was einfällt, wenn wir die da oben weiterbringen. Das gibt sich nicht. Jo, das gibt sich. Das gibt sich nicht. Und wenn mir jetzt nicht bald was einfällt, dann hänge ich mich auf. Und nachher saufen wir einen Rausch. Das ging halt höchstens umgekehrt, gell? Oder so. Jetzt hab ich's, Bonifaz! Jetzt hab ich die Lösung! Ja, Gott sei Dank, sag mir's doch, ich mach alles, was du willst, bitte, sag mir's! Die einzige Rettung ist dein Selbstmord. Ist mein Sel. Selbstverständlich, bring mich um, also Ruhe, bitte! Bitte! Gern, Bonifaz! Doch nur zum Schein! Das ist Schein, das ist wurscht. Oh. Wo gehst du jetzt? Jetzt hab ich dir schon einen Strick. Ob ich das lebendig überstehe. Aber wenn mich hier zu meinem Bauch rum aufhänge, dann krieg ich wenigstens eine Luft. Was schon wieder? Was war das? Du hast jetzt ein Schreibzeug, einen Schreiber und jetzt schreibst. Ja? Wo, was? Ich hatte einen Abschiedsbrief, den ich jetzt diktiere. Ach so, ja, aber diktiere langsam, weil sonst komme ich nicht mit, gell? Also schreib. Jawohl. Meine liebe Martha. Meine liebe. Wieso meine? Ist ja gar nicht meine. Ja, die meine ist es auch nicht. Ja, also schreiben wir halt bloß liebe Martha, oder? Ja. Liebe. Nein, auch nicht. Bei dir nicht. Nein, weißt du, was ich da schreibe? Martha, Rufezeichen. Zum letzten Mal. Schau ich dir in die Augen? Ins Auge, für die langt eins. Komma? Komma, ja nicht mehr in meine Nähe. Nein, du sollst was? Ja das nicht schreien, Bonifaz. Was denn? Du sollst so einen Beistrich machen. So. Ach so, ja. Das nicht. Weg. Nehmen wir es weg. Nehmen wir das weg. Komma? Mach einen Strich. Ja? Denn wenn du diesen Brief liest, bin ich nicht mehr unter den Lebenden. Hm. Dann wär's schon ganz anders. Du Gispe, das ist alles nur zum Schein. Ich habe nicht den Mut, dir alles persönlich zu sagen? Doch, du, den Mut hätte ich schon. Schreib weiter. Schreib weiter. Nein, Bonifaz, du sollst dir das nicht schreiben. Komm, streik's durch, das gehört nicht da her. Nicht daher? Nein. Dann muss wieder weg. Ja. Also schreib. Ach so, also schreib. Nicht schreiben! Ja, was willst du denn eigentlich machen? Ich will nicht wahnsinnig schreiben. Nicht schreiben, was soll ich denn da überhaupt? Darum schreib ich dir. Geh, du brauchst doch mir nicht schreiben, du brauchst das Persona, schreib sie hier. Ist doch umständlich, sowas. Meinst du, der Deppert, nein. Bonifaz, du sollst schreiben, darum schreib ich dir. Da hin? Ja, bitte. Dann muss ich das wieder streichen? Ja. Das ist ja ein schöner Brief. Schöner Brief. Jetzt haben wir schon mehr gestrichen, was wir hingeschrieben haben. Krankheit ist das, eine Krankheit. Darum schreib ich dir, soll ich hinschreiben. Schreib ich die sieht's doch eigentlich. Aber ich schreib das hier, wie es ist. Hast du es endlich? Ja, jawohl. Das endlich. Deine Gegenwart ertrage ich nicht mehr länger. Das ist ein guter Satz. Den unterstreiche. Du bist mir zu anspruchsvoll. Ja, genau. In Klammern, zwei Eier im Glas, ein Piccolo. Ich bin ja nur ein armer Wandergesell. Ja? Fischer. Das Lied kenne ich nicht. Macht das. Ein armer Fischer. Fischer? Ein armer Fischer, so. Mhm. Und völlig verschuldet. Du liegst wieder, Oskar. Und somit bleibt mir nur noch der Freitod. Ja. Freie Bier wäre mir lieber. So, jetzt rutschst du ein Stück rein. Was rutscht denn da auf der Bank rum? Du hast gesagt, jetzt rutscht ein Stück rein, jetzt bin ich ein Stück reingerutscht. Nicht? Ja, komm, rutsch halt weiter rein. Ja, rutsch nicht weiter rein, weil ich voll über die Bank runter. Du bist ja lustig, meinst du, ich möchte ausschauen wie dein Boxerhund da haben? Nein. Bonifaz, du sollst da im Brief ein Stück reinrutschen und einen neuen Absatz machen. Ja, dann sag mir's doch. Du bist ja nicht einmal fähig zum Diktieren. Du brauchst mir bloß sagen, ich mach ja alles. Ich schreibe nicht jedes Jahr einen Brief, oder? Also. So, kehre ich heim? Ja, kehre ich heim. Mit dem Schnellzug. Und forsche nicht mehr weiter nach mir. Ja. Weil ich schon tot bin. Ne? Dein tief unglücklicher Bonny. Nein. Weißt du, das ist ein dein hochbeglückter Bonny. So ist es nämlich. Verstehst? PS. Was machst du jetzt? Ja, das heißt, pfiat dich und servus. Auf Wiedersehen im Jenseits. Weißt du, damit du weißt, wo ich bin? Ne? Ja. Was machst du jetzt mit der Gierskanne? Ja, weißt du, da haben wir ein paar Abschiedsläden drauf, das macht sich sehr gut. So, jetzt. Siehst du das? Super, Bonifaz, wunderbar. Bonifaz hat geweint. Jetzt schreibst du aufs Kuvert drauf. Ja. Oh, für Martha Petersen. Nicht verwischen. Nein, nicht verwischen. Lass drum. Für Martha, wie heißt die? Petersen. 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 Martha Petersen, erster Stock. Hm? So, den Brief, den lasse ich gleich durch die Monika aufs Zimmer bringen. Jawohl.
Und du musst jetzt verschwinden. Ja. Jetzt ins Wirtshaus und kaufen ein paar Massen. Nix, nix, Bonifaz. Doch, doch. Nicht. Du darfst im Dorf schon von niemandem hängen lassen vorläufig. Ach so. Du versteckst dich jetzt drunter in der Schiffhütte. Ja. Wenn die Luft rein ist, dann befreie dich aus deinem Versteck. Ja, hoffentlich befreist du mich bald. Jedenfalls sagst du mir's, wenn der Fischkutter in See gestochen ist. Sag dir Bescheid. Also nach dem Ui! Ja, ist schon recht. Guten Morgen, Bonnie. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich bin leider nicht der Bonnie. Wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Er war heute Nacht nicht zu Hause und zum Frühstück war auch nicht da. Ach, vielleicht ist er in der Schiffshütte. In der Schiffshütte? Wieso? Oh, ich meine nur. Ach, das glaube ich nicht, sonst hätte er für Sie keinen Brief hinterlegt. Heute Morgen ist er da auf der Bank gelegen. Der Bonnie? Nein, der Brief, ja, bitte. Das ist ja sehr interessant. Meinen Sie? Kinder, mit mir müsst ihr doch keine Komödie spielen. Wieso Komödie? Jawohl, Komödie. Und wenn ihr schon eine inszeniert, dann hättet ihr das nicht gerade unter meinem Fenster machen dürfen, wo ich jedes Wort hören und verstehen konnte. Der Spaß, der ist euch restlos verpfuscht. Aber für mich fängt er erst richtig an. Ich bleibe. Solch ein Lügenkram. Hey, nur nicht so gar, Fräulein. Ihr Kaffee? Mir ist der Appetit vergangen, ich verzichte drauf. Was hat's? Ein Mordswut im Bauch. Fahrt's am Inko weg. Leider nicht, Monika. Du, ich bitte dich, räuchert's aus. Heiz ihr richtig ein. Tu, was du magst, aber lass Bittchen am Leben. Ja, ja. So sind die Mannsbilder, wenn sie nicht mehr ein- und auswissen. Du musst ein schwaches Weib ja eine Rettungsanker sein. Ich werde jetzt aber so spaßig nass fahren, dass man sich auf der Rippenbahn. Aber zuerst sauf ich einen Kaffee noch. Und wenn's mit Reis der Rippen kein Rippen. Oh, ist das ein Brühe. Ja, für die da drum hätte er gelangt. Was ist denn das für ein Brühe? Für Martha Petersen. Offen ist er. Da darf man noch lesen. Ja, was ist denn das? Martha. Zum letzten Mal schau ich dir ins Auge. Denn wenn du diesen Brief liest, bin ich nicht mehr unter den Lebenden. Gottes Willen, Sie haben Bonifazer Schrift. Ich habe nicht den Mut, deine Gegenwart ertrage ich nicht mehr lange. Ich bin nur ein Name. Und somit bleibt mir nur noch der Freitod. Dein hochbeglückter Bonnie. Auf Wiedersehen im Jenseits. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein armer Bonnie. Vielleicht ist er schon im kühlen Grab. Lieber Herrgott, hilf, dass ich ihn noch lebendig finde, sonst passt ja gar keiner mehr rum bei mir. Du kennst doch unser Sommerfrischlerin. Ja, freilich. Das ist ja ganz eine verrückte Person. Die fliegt auf die wie eine Wildanten. Ja, das habe ich schon gespannt. Die hat ja mich gleich mit den Augen zusammengefressen. Ja, 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 diese. Schau auf die wie eine Paprika stand. Und außerdem hat es Geld wie ein Hai und die muss dich hinwandeln. Meinst du vielleicht, dass ich heute auf die Nacht schon kommen darf? Warum denn heute auf die Nacht? Jetzt gleich beim Tag zeigst du dir unsere schöne Gegend. Die schwärmt doch so für die Natur, nicht? Und dann musst du natürlich Kahn fahren. Stundenlang Kahn fahren. Immer Kahn fahren musst du. Ach, so eine ist ja. Das. Ja, ja. Jetzt lass den Jodler raus. Weißt du, das magst du gern, weil es romantisch veranlagt ist. Und wenn es dann da oben beim Fenster rausschaut, dann lässt das gleich zum Spazieren gehen. Jawohl, am See entlang. Ja, freilich, aber geh für Schaufrang. Du brauchst nicht zimperlich sein, die wart schon drauf. Und reich sagst du es auch? Steinreich, weißt du. Vielleicht heirate ich doch noch zu den Preisen auf. Was meinst du jetzt? Ja, ich tat's ja selber, aber ich habe keine Zeit, nicht? Und so eine geidige Millikur findest du ja nicht mehr. Meinst du, dass man zu Hamburg drum ein Wirtshaus einrichtet? Das heiße die dann zum Jodelwirt. Moment, ich glaub sogar, sie hat sowas gesagt. Schade, dass ich nicht jodeln kann, gell? Ja, mal auf Hütz sagst du, na pack ich's. Ja, freilich pack's das, ich steh dir bestimmt nicht im Weg, Wastel, gell? Übrigens, sie heißt Petersen, auf Wiedersehen, mach's recht schön. Ja, ja. Petersen. Holaretü, holaretü, holaretü. Hallihallo, wer jodelt denn hier so schön? Ihr Heimatkünstler, der Wastel. Oh, wie nüdelig. Sie bringen mir wohl ein Ständchen. Jawohl, steh auf, Werner.
Wie bitte? Ich versehe Sie nicht gern. Dann kommen Sie doch runter. Ich möchte mit einer Kahn fahren. Gern ich? Das ist aber nicht verlockend. Ich komme. Die kennen wir schon. Bei der bin ich morgen. Ja, ich bin heute ein Hallodri, Hallo-Jurokubu. Ich sag zu jedem Mädel gleich, die Liebste bist mir du. Ein Busserl und ein Jodler, kannst ihm was Schöneres geben. Hallo-Rütti, Hallo-Rütti, mich freut's des Lodalim. Hallo-Rütti, Gut, dass ich dich getroffen hab, Christian. Ich komm wegen dem Vorkaufsrecht. Ja, und wenn's grad Zeit hättest, könnt man gleich mit drüber reden, was du für die ganze Garde da verlangst. Warum denn, Speuer? Das brauchst du nicht. Ich heirat doch. Nein, du heiratst eben nicht. Ja, wenigstens nicht die, was dir einbildst. Folgedessen tritt unsere schriftliche Abmachung in Kraft. Wer sagt denn das? Ja, diejenige, die wo du heiraten willst, nicht? Der Speuer, das verstehe ich aber jetzt nicht ganz. Ja, das glaube ich schon. Sowas kommt über Nacht, gell? Ah, jetzt kennen wir aus. Das ist eine ausgemachte Geschichte. Nein, Christian, das darfst du nicht sagen. Das ist alles grundehrlich zugegangen. Ja, schau, ich habe heute halt das klar gemacht, dass das eine unglückliche Ehe geben wird, wo doch der Altersunterschied in der Ehe oft sehr ausschlaggebend ist. Ja, wieso der Altersunterschied? Na, also. Und was sagt denn überhaupt deine Tochter dazu? Meine Tochter? Ja, die ist damit einverstanden. Ja, die ist ein gut erzogenes Kind, nicht? Und wenn sie nicht damit einverstanden war, ist Geschichte immer noch das, was ich haben will, nicht? Na, braucht man nicht mehr weiterhin über die ganze Sache. Voll Teufel. Ja, aber Christian, du wirst doch so vernünftig sein und das einsehen. Nein, Schwoja, das sehe ich nicht ein. Ja, ich kann nichts dafür, dass es so gekommen ist. Ja, ist schon gut, ich kenne mich schon aus. Mir scheint, ich bin in St. Peter nur willkommen, wenn ich wieder gehe. Na, bitte schön, den Gefallen, den kann ich euch schon machen. Nur dir, Schwoier, wird mir Abschied teuer zu stehen kommen. Ja. Das heißt, wenn du noch auf den Wisch bestehst, den ich gestern in der Hoffnung unterschrieben habe, dass es nie zu einem Verkauf kommen wird. Schau, Christian, was willst du denn auch mit dem Mordstrumsach da? Verstehst du ja doch nichts von der Fischerei, nicht? Natürlich. Und bei meinem Angebot bleibst, ich zahl dir den Preis, den du verlangst. Da muss ich mich zuerst noch mal überzeugen. Von was? Dass ich mich nicht heiraten will. In deiner Gegenwart, Schwoier, muss man sagen. Ach so. Also gut, wenn du das haben willst, dann hole das her. So ist halt. Ja, gut, dass wir zum Ende kommen. Um 300.000 Mark kannst du den ganzen Zauber haben. Das ist doch bestimmt nicht zu viel, oder? Ja, na, gewiss nicht. Gut, Schwoier, dann ist die Sache erledigt. Ja, ich danke dir schön. Christian, und damit du siehst, dass das ein ehrliches Spiel ist, hole ich es selber her. Dann reden wir weiter über die Geschichte. Vierte dabei. Also, dass so ein junges Ding schon so falsch sein kann, das hätte ich nie gedacht. Da kannst du doch schier an der Menschheit verzweifeln. Jetzt hast du es halt niemand erlebt, dass wir zwei glücklich und zufrieden in unserem Leier zu Hause geklebt haben. Also mir das angetan, als verzeih er dir. Aber der Fluch soll die treffen, die an seinem Tod schuld ist. Grüß Gott. Grüß Gott. Wohnt hier ein Fischerknecht Bonifaz? Ja. Habt ihr schon gefunden? Ja. Liegt er im Wasser drin? Nein, er steht im Wasser drin. Das auch noch. Dann muss ich mit den Füßen im Schlamm hängen bleiben sein. Der muss ja furchtbar gelitten haben. Ja, das kann schon sein. Oh Gott, mein Bonifaz. Ich muss ihn noch mal sehen. Halt. Das geht auf gar keinen Fall. Warum nicht? Ja, wegen der Sittlichkeit. Wissen Sie was? Jetzt geben Sie mir Kleidung für ihn, dann können Sie ihn meinetwegen anschauen. Ja, Herr Waffmeister, wann haben Sie ihn denn gefunden? Ja, glaub vorhin. Also, ich patrouilliere so am See entlang. Ja. Da schreit er mich an und sagt, ich möchte so gut sein, da raufgehen und für ihn eine Kleidung holen, sonst kann er vom Wasser nicht raus.
weil sie ihm sein Gewand gestohlen haben. Zuerst wollte ich ihn schon aufschreiben wegen Baden an verbotener Stelle und noch dazu ohne Badehose. Aber dann hat er mir glaubwürdig erklärt, dass er eigentlich in die Schiffshütten rein hätte wollen. Die waren aber zugesperrt. Er hat es dann von der Seeseite her probiert und hat um die ganze Hütten rumschwimmen müssen. Aber auch von dieser Seite war das Ausfahrtstor verschlossen. Na ja, und wie er wieder zurückgekommen ist, war sein Gewand verschwunden. Also wohl oder übel ist dem armen Kerl nichts anderes übrig geblieben, als so lange im Wasser zu bleiben, bis Hilfe kam. Ja, und das war in dem Fall ich. Ja, dann ist also nicht tot. Tot? Na, vor Kälten blau. Ein Blau war der schon öfters. Ja. Komm, es gehen wir, Herr Wachtmeister, gehen wir, dass unser Bonifaz nicht nur erfriert. Ja, helfen wir mal seiner Wassernot. Ja. Halt. Einen Moment. Lassen Sie mich zuerst gehen. Erst, wenn er vollkommen angezogen ist, dürfen Sie kommen. Ja, aber Herr Wachtmeister, ich gehe ja nicht ganz nah hin. Ich bleibe mindestens 100 Meter weit weg und es wird doch Sache genug sein, wo ich sowieso nicht gut sehe. Halt. Schauen Sie mir ja nicht durch die Finger. Nein, Moment mal. Auf Gottes Willen, die Monika und der Wachtmeister. Ob sie schon gefunden haben? Monika, habt ihr schon gefunden? Ja! Lieber Herrgott, es wird doch der Christian nicht sein. Was ist denn los? Christian, Gott sei Dank, weil du lebst. So viel Angst habe ich gehabt. Und wie? Die Kramerin hat mir gerade erzählt, dass sie die Monika am See getroffen hat, mit einem Männergewand in der Hand. Und gewarnt hat, dass es nur so hergestessen hat. Und wie die Kramerin fragt, was passiert ist, da schluchzt die Monika, ins Wasser ist er gegangen, wegen einer Frau. Kannst du dir jetzt vorstellen, Christian, dass ich Angst gehabt habe um die? Eigentlich nicht so recht. Geh du, gestorben war ich, wenn da was passiert war. So leicht stirbt der Mensch nicht. Ja, du dummer Kerl, was hast denn? Ich hab dich doch gleich von allem Anfang an gern gehabt. Wenn ich noch gar nicht gewusst hab, wer du bist. Wie ich vor dir gestanden bin, mit der Angel im Arm. Und du hast heile, heile Segen gesagt. Da hätte ich dich doch schon am liebsten abpuzzeln können. Glaubst du mir jetzt, Christian? Ja, Everl, jetzt glaube ich das. Warum warst du noch gerade so komisch? Das sage ich dir erst, wenn ich mit deinem Vater im Reinen bin. Jetzt leg sie in dein Bettel und ich koch dir einen rechten heißen Kamillentee. Was? Mit Schnaps. Ja, aber so viel Schnaps und so wenig Tee. Ja, das andere wird sie dann schon finden. Vor allem der Dieb, der eine die Kleidung da gestohlen hat. Ich hab da schon einen gewissen Verdacht. Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister, ich war's. Ich hab ihm sein Gewand verzogen. Was, Sie? Ja, du Hähne, du Tappige, was machst du sowas? Nein, weil er hat den Brief gelesen hat für Martha Petersen. Hast du Petersen? Nein. Ja, warum liest denn dann? Ja, dann bin ich gleich zum See hinunter und wie ich da drunten nur dein Gewand gefunden hab, dann hab mir gedacht, du hast schon das Leben genommen. Dann hab ich halt deine letzten Habseligkeiten heim drum. Was tue ich denn mit dir? Nein. Was tue ich denn? Der Schuld bist ja du an der ganzen Geschichte mit deiner Zeitungsbraut. Ja, was ist überhaupt mit dem Maikäfer? Ist er schon abgeflogen oder pumpt er noch? Ja, was war denn das? War das nicht ein mörderischer Schrei weiblichen Geschlechts? So, jetzt hab ich's umgebracht. Ist schon hier. Jesus, die Leute unter Wachmeister. Ja, Blut. Halt nicht von der Stelle, Polizei zu ziehen umzingelt. Wie kommt denn der Wastel da nach? Wahrscheinlich über die Stirn. Nicht? Du meinst, der hat's umgebracht? Nein, das hab ich am nicht geschafft. Eher das Gegenteil. Ich möchte aber auch wissen, was da oben vorgeht. Eva, wir haben eine Sommerfrischlerin, die spinnt auf dem Bonifaz. Sie wird es aber gleich ausgesponnen haben, weil ich einen Krank umdrehe. Nein, du bleibst da. Mach dir deine Hände nicht voll Lippenstift und Puder. Ach, so, also jetzt kommen Sie aber mit. Ja, Sie da hinten auch. Also kommen Sie mal mit. Also, Fräulein, was hat Sie zu diesem mörderischen Schrei veranlasst? Sonst muss ich Sie beide mitnehmen auf die Station. Ja, jetzt reicht's mir aber. Nicht genug, dass in diesem Haus das Ungeziefer die Gäste in Angst und Schrecken versetzt? Jetzt belästigt mich auch noch die Polizei. Was hätten wir ein Ungeziefer? Ja, du Papagei, du Geschenkter, dass er da nicht gar deine Finger nimmt! Herr mal bedroht mich! Keine Übergriffe, diese Dame steht unter polizeilichem Schutz. Ja, aber dass die sagen dürfen, wir hätten ein Ungeziefer, das wird dann doch schon nicht erlaubt sein. Bitte schön, in meinem Zimmer war eine ekelerregende Kreuzspinne. Bastel ist mein Zeuge. Ja, das kann ich bezeigen. Ich hab's da beizt. Schade. So ein Prachtexemplar finde ich nimmer. Beizt wie du warst das, hä? Herr Christian Pointner. Da ist er. Ich bleibe doch keine Minute länger in dieser verwahrlosten Fischerhütte. Bastel hat mich übrigens aufgeklärt, wer Sie wirklich sind. Sie. Heiratsschwindler! Oh. Schamenserner!
Moment, Moment. Was höre ich da schon wieder? Ein strafbares Delikt? Christian, du lass dir das gefallen. Eferl, es ist alles in schönster Ordnung. Tja, das wird die Polizei überprüfen. Wie kommen Sie zu der Dame aufs Zimmer und was war dort Ihre Absicht? Ja, Meier, so halt, weil es mir gewunken hat. Ja. Ach, da schau ich ja. Ach, so eine sind Sie. Sie winken. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Was heißt hier die Papiere? Mein Verlobter wird mich doch noch tagsüber auf meiner Bude besuchen dürfen. Was, Herr Ritterwastl? Du hast dich verlobt? Geht der Schaß, Bonifaz. Ja. Wir zwei haben uns verlobt. Jetzt zieh ich halt doch nur zu den Preisen auf. Und wenn du mal nach Hamburg kommst, auf St. Pauli, dann gehörst du beim Jodelwirt auf ein Freibier ein, weil du mir die Dame zugeschanzt hast. Ja, Wastl, da muss ich dir ja gratulieren, alles Gute. Dir auch, Mausili, hast den Besten erwischt. Ja, ja, dann mache ich halt auch meine Gratifikation. Komm. Schiffer Heufrein Petersen, und grüßen Sie mir St. Pauli. Ja, in 10 Minuten geht mein Zug. Hoffentlich hat er keine Verspätung. Also, tschüss, meine Lieben. Wastl, meine Koffer. Ja, bin schon da, gut, Schatz. Also, da für den Kleid, wir kommen schon wieder auf St. Peter. Schiff, ahoi! Ja, ahoi. So, der Fall wäre polizeilich geklärt. Betreff Fischerhaus. Kein weiterer Tatbestand ermittelt. Punkt. Aber es bleibt trotzdem ein gewisser Verdacht. Ich habe die Ehre. Habe die. Das ist ein Intelligenzpolzen, mein Lieber. Dann ist das also die neue Fischerin. Aber ich war ja so eben. Ja, Monika, das ist's. Mein Madel, freut mich das. Du bist die Richtige für den Christian. Alles Gute. Dankeschön, Monika. Was sagt denn dein Vater zu deinem Glück? Tja, das muss ich erst rausstellen. Der wird eine Freude haben, schon wegen der Seerosen. So. Jetzt kommt er weiter, Notburgerl. Da werden sie die Geschichte gleich rausstellen. Grüß Gott, Benand. Grüß Gott. So, jetzt sag's frei raus, ob du den Christian du hättest heiraten wollen. Geh. An sowas hätte ich doch nie gedacht. Oh, halt, also. Würde ich nicht lieren. Finger hast du abgeschleckt bis zu die Ellenbogen hinter, schon wegen am Strandbad. Ich bin jederzeit bereit. Ja. Das braucht's jetzt gar nicht mehr. Geh noch, Burgerl. Das gute Litz keine Tochter zusammen, die füreinander bestimmt sind. Und ich hoffe, Christian, dass wir zwar deshalb nicht in Feindschaft auseinandergingen. Ja, warum denn, Schweier? Ja, weil halt ich derjenige bin von uns zwei, den die Wirtin heiraten will. Ja, du hab überhaupt nichts dagegen. Na, die gehört ja schon. Ja, jetzt bleibt's ja bei unserer Abmachung. Leider nicht, denn ich heirate trotzdem. Ja, und was für eine? Da wärst Augen machen wie ein Kugelfisch. Nein, das gilt ja nicht. So? Das ist doch kein Hiesige. Doch, Schwoja, es ist ein Hiesige. Die ist ja hiesiger wie du. Ja, freilich. Mhm. Ja, wer denn nachher? Ich, Vater. Was, du, Eferl? Ja, wie ist denn das zugegangen? Am Mai, wir haben uns heute verliebt und verlobt. Mhm, und in 6 Wochen ist Hochzeit. Wir bei uns. Ja, was? Ach so. Ja, gell, Bädel. Oft kommt's anders, wie man denkt. Ja, ganz anders. Ja, wir machen's uns schon schön. Und streiten der wir gewiss nicht mehr, gell? Na ja, ich werde mir möglichst tun. Jetzt schnappt sich der Hecht die Seerosen und werd Vegetarier. Da nimmt er ein Beispiel. Der Wirt, der hat einen Charakter. Ich bin bloß ein Knecht, ich brauch keinen. Du bist schon recht, der Pippi. Verstehst mit denen gar nicht? Nein, nicht ums Verrecken. Wann heiraten wir zwei? Ja, dann, wenn unser Zuhäusl mal fertig ist, dann nicht. Bonifaz, dafür kriegst du Pussy. Nein, lass dir Zeit. Wir haben noch nicht einmal ein Bauholz. Schon gut. Oh, Vater, wenn ich schon nichts dagegen hab, dass du die Wirtin heiratst, dann wirst du doch beim Christian und mir auch keine Einwände machen. Ja, freilich, mein Segen habt's. Aber eins bitte ich mir aus, gell? Das erste Kind muss Peter heißen. Und wenn's ein Madel wird, dann heißt's Petersilie.
Fein. Du schau dir das an. Jetzt ist direkt da geworden. Sind wir doch die ganze Nacht da herausgesessen und haben geratscht. He? Jetzt sag mal ganz ehrlich, Christian, wie gefällt's dir denn wieder daheim? Ganz gut. Ja, hat sich ja gar nichts verändert. Seit die 15 Jahren, wo du in Weidenhaus bist, weil da unser See jetzt wenig Wasser gehabt hat. Also komm, komm. Die Nadel hat dir auch ganz gefallen und unsere Fisch wandert's klein. Ja, Bonifaz, es ist alles noch genauso wie damals. Mhm. Bloß Vater und Mutter sind gestorben. Ja, und jetzt bist halt du Fischermeister von St. Peter am See. Prost, Zebier. Prost, Spitzbuhr. Glaubst du, ich kann mir heute den Schnaps der Tränker so erfreut haben, dass du wieder da bist? Du bist doch noch immer der gleiche, Herr Lodri. Bin ich, ja. Ein paar Jahre älter, aber das sieht ja kein Blinder, ne? Herr Bonifaz, mit der Arbeit wird was haben bei mir. Wieso? Jetzt bin ich 15 Jahre zur See gefahren. Von der Fischerei werde ich nicht mehr viel wissen. Ach, Christian, das lernst du ganz schnell wieder. Außerdem, das Wichtigste, was du jetzt zuerst lernen musst, ist ja nicht die Fischerei, sondern die Jägerei. Was für Jägerei? Mädchenjägerei. Wieso? Weil in das Haus da eine junge Fischerin reingehört. Jedenfalls mit der Monika geht's nicht mehr. Monika? Wer ist Monika? Ach, die kennst du noch gar nicht. Die haben wir eingestellt, gleich nachdem du damals weg bist, nicht? Und jetzt ist sie selbstständige Wirtschafterin. Ich meine, damals so. War sie noch jung und sauber, nicht? Aber jetzt ist sie halt schon ein bisschen überstandig, nicht? Ja, ja. Ein Stock sauer, dass sie noch nicht unter der Haube ist. Darum habe ich gemeint, gehört da eine junge Frau rein. Schon wegen der Nachkommenschaft. Stimmt's oder habe ich recht? Eine Frau, Herr Bonifaz, da habe ich auch schon dran gedacht. Ja, das ist natürlich eine Glückssache, gell? Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Heiraten ist wie das Fischen. Schmeißt Angelweiten aus, möchtest einen Goldfisch erwischen und einen alten Schlappschuh zeigst raus. Na ja, hoffentlich habe ich Glück. Wieso? Hast du schon eine in Aussicht? So halb und halb. Ach so, noch nichts ganz. Mhm. Ja, Moment einmal, du warst ja die ganzen 15 Jahre nicht in Deutschland, dann ist ja diese Ausländerin. Nein, von Hamburg. Also doch eine Ausländerin, ja. Und wie schaut's aus? Keine Ahnung. Du kennst das gar nicht? Nein, ich hab's durch die Zeitung kennen. Für dich, du Bettelbur. Wiederschauen, ich hab's. Grüß Gott. Grüß Gott. Du bist der Christian. Ja, der bin ich. Ich bin der Schwoja. Schwoja? Kannst du dich nicht mehr erinnern an mich? Ach doch, doch, so dunkel, ja, ja. Dunkel. Ja. Erlauf schon, dass ich mir ein wenig hinsitze. Ja, bitte schön, Schwoja, nimm Platz, natürlich. Hätte ein bisschen was zu reden mit dir. So. Bitte? Na? Wie gefällt's dir denn daheim wieder? Ah, ja, ganz gut. Ich war ein guter Freund von deinem Vater. Und der gleiche gute Freund bin ich zu dir auch. Ja. Und darum sage ich in aller Freundschaft, wenn's dir einmal zu fad werden sollte bei uns, dann kommst du vertrauensvoll zu mir. Und wenn's wieder in die Welt ausgewillst, weißt du was? Dann kaufe ich dir den ganzen Zauber da ab. Ich zahle dir jeden Preis. Ich danke dir, Schwoja, aber das kommt nicht in Frage. Weißt du, ich denke nämlich ans Heiraten. So. Schade, dass meine Tochter nicht die Auserkorene ist. Dies wäre ein Gespann und eine Verwandtschaft. Ja, da kann man nichts machen, gell? Leider, leider. Ja, du Schwoja, dass ich nicht vergiss und weiß gerade da bist. Ich zahle dir gleich die Hotelrechnung für das Fräulein Petersen, die heute bei dir übernachtet hat. Ach so, ist dies vielleicht diejenige? Nein, nein, die meine ist schon eine hiesige. Ja. Stimmt schon. Ah, danke schön. Ich meine, eine saubere Amsel ist schon. Mhm. Ja, aber wir haben ja auch saubere Mädel im Dorf. Wenn sie nicht so raffiniert sind, ne? Ich heirate mit Sicherheit, Schwoja. Ja, Freile. Mhm. Darf man nicht fragen, wer die Glückliche ist? Fragen darfst du schon, aber sagen du das nicht. Ich möchte mich nicht gern vorher blamieren. Ah, bist deine Sache noch nicht recht sicher? Ja, nicht so recht, das kommt halt auf die Umstände drauf an. Das ist sehr vernünftig von dir. Die Umstände sind oft sehr ausschlaggebend. Ja, du, und wenn aus der Heirat da mit der betreffenden Hiesigen da nichts wird, dann verkaufe ich mein ganzes Anwesen und St. Peter sieht mich nie mehr wieder. Ist das der Ernst? Mein vollkommener Ernst. Ja, du Christian, kannst du mir das vielleicht schriftlich geben? Ja, Schwoja, das kannst du von mir aus sogar schriftlich haben. Ja, ja, dann schreib's gleich, Christian. Was? Wo ist jetzt der Ding? Da ist ja. Hey, was ist denn los, Schwoja? Christian. Da pressiert's den gar so. Ja, ich weiß jetzt schon mal von dir, wenn du im Falle des Falles. Da schreib's hinten drauf, da ist. Bloß nur, gell? Wenn du im Falle des Falles einem alten, treuen Freund von deinem Vater das Vorkaufsrecht schriftlich geben würdest. Ah, ja. Ja. Und bei mir war heute halt die Sache,
in gute Hände. Also schreib's Christian, das war mir recht die Beruhigung. Natürlich, Schwoyer, weil du ein guter Freund zu meinem Vater warst. Ja, war ich. Und dass du wieder ruhig schlafen kannst, nicht? Ja. Schreib doch halt den Zettel. Ja, sei doch. Lass auf, Bonifatz. Bonifatz, das ist doch die einzige Möglichkeit, dass wir die wieder weiterbringen. Drum bitte ich dich, spiel du von jetzt ab den Herrn. Haha, du hast schöne Sachen gelernt davor, seh du. Weißt du ja ganz bestimmt, dass wir die Quiz wieder weiterbringen? Naja, du musst ja gleich von Anfang an recht mürrisch sein zu ihr. Mürrisch? Ja, das wenigstens, das bin ich von Haus aus. Ja. Aber so, da was denn? Pullover, da brauchst du ja, was. Natürlich. Du brauchst mein Gewand. Ich hab das Westerl nicht mehr. Ja, ist das gut. Schlupf rein, mein Kopf muss zuerst rein, gell? Gut, dass du mir sagst, ich war mit den Füßen nicht rumpeln. Na, der macht Geschichten her, noch keinen Tag da. Geht schon. Verheerend. So, jetzt ist der Seebär fertig. Ja, Seebär fertig. Was ich alles machen muss da. Also, wo ist jetzt der Tatzelwurm, der grausame Dürren her? In jedem Moment kommen. Ja. Gut. Gut, dann geh ich inzwischen nur zum Rasieren. Ne? Nein, Bonifatz, das darfst du nicht. Ach so, ja, da bin ich wieder zu fest. Ja, vergiss nicht, du bist jetzt der Christian Pointner und deine Braut heißt Martha. Und Bonifatz, wenn sie kommt, dann musst du sie gleich mit du anreden, klar? Na, völlig klar, ich bin ja kein Depp. Nicht? Guten Tag. Ui, schon da. Na, ist jetzt der Herr Pointner da? Ja, hier steht er. Oh, guten Tag, Christian. Ja, grüß dich, Maria Magdalena. Ja. Wie bitte? Nicht. Ich heiße Martha. Ja, Feili heißt du Martha, aber du warst ganz momentan so verwirrt, dass ich alles durcheinander gebracht habe. Du bist ja ein Netzmädel. Ach, machst mich leiden. Ja, ich schon. Ich schon. Ja, du bist ja auch ein heißer Typ. Was, das gehört sich an dir scheiße lieb. Was ist denn? Du musst doch recht mürrisch sein zu ihr und mir musst fortjagen. Ja, ich kann aber auch sehr mürrisch sein. Ja. Kann. Lass jetzt gleich singen. Was ist mit dir? Wieso? Ja, was stehst du denn da rum, wieder auf, gern der Arbeit? Ich geh ja schon her. Also. Du sag mal, hat er dir was getan? Der, ja, der hat mir einiges hat mir der getan. So, jetzt hast du gesehen, wie es bei uns geht und steht, nicht? Jetzt geh ich wieder an meine Arbeit. Ja, aber Christian, du wirst mich doch wohl nicht stehen lassen. Nein, aber sitzen. Ich meine, da kannst du hier sitzen auf die Bank. Geh dazu. Ah, Christian! Sag mal, Christian, kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ich von der Reise müde bin und vielleicht Hunger habe? Ja, das kannst du dir der Bonifatz schon vorstellen. Bonifatz? Bei mir daheim, da haben sie immer Bonifatz gesagt. Nicht? Ich habe zwei Namen. Christian Bonifatz, ich allein. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ach, du weißt du was? Bonifatz ist ja noch viel schöner als Christian. Ah, ja? Das kann man so schön abkürzen in Bonny. Ja, Zirkusboni. Also, mein lieber Bonny, willst du mir nicht ein bisschen was zu essen bringen? Ja, auf das geht's jetzt auch nicht mehr drauf. Jetzt haben wir jetzt Zeit zu den Weiberleuten, sonst bleiben sie hängen. Also, schauen wir mal, ob wir die Angel wieder reparieren können. Naja, solche Fisch, die du fangst, ist halt kein Angelzeug. Also. Ja, du musst einen doppelten Knoten nehmen. Oder? Ah, ja. Mhm. Übrigens, weißt du, wer heute schon alle da war bei uns? Wer? Die Wirtin von der Seerose und der Wirt vom Hecht. Und alle zwei wollten sie bei mir so durch die Fische erkundigen, ob du nicht vielleicht verkaufen möchtest. Ja, kommt da gar nicht in Frage. Aber wir haben auch gesagt, dass das sind. Moment mal, Seerosen. Muss ja die Forellen herrichten, vielleicht gibt's wieder einen guten Schnaps. Seerosen, Schnaps, Forellen. Forellen, Schnaps, Seerosen. Grüß Gott, Herr Christian. Grüß Gott. Sie kennen mich nicht, ich bin die Monika, die Wirtschafterin. Ach, Monika, grüß dich Gott. Du warst gestern leider schon im Bett, wie ich heimgekommen bin. Ja, leider. Gefällt's einer da? Geh, sauber ist alles. Ja, Monika, sehr schön, wirklich, sehr sauber. Ich danke dir schön, dass du uns so hausmütterlich versorgt hast. Ja. Ich werde mich schon erkenntlich zeigen. Jesus, genau wie der Vater. So hat er ausgeschaut damals, wie ich hergekommen bin als Jungsmädel. Der Gang und die Figur. So. Wenn ich es einer sage. Also unter uns gesagt, solange ich da bin, können Sie sich eine Frau sparen. Ja, und das würde mich schon recht freuen, wenn ich für Sie noch recht lang sorgen dürfte. Ja, aber natürlich, Monika. Dankeschön, Herr Christian. Bitteschön. Ich
werde mein Möglichstes tun, damit sie mit mir recht zufrieden sind. In jeder Beziehung. Ui, ja, was ist das, he? Da muss ich ja gleich schauen, dass ich die mit dem Bonifaz verkuppelt. Die ist ja im Stand und geht auf mich los. Bonifaz! Wenn das 10 Minuten vom Bahnhof sind, fress ich aber einen Besen samt Traumpflegerin. Nix für ungut, meine Dame. Aber wir sind ja schon da, vom Poltner seiner Hörer. Herr, was ist das denn? Na, das Haus da, wo Sie hinwollen. In dem Anwesen logiert der Christian Poltner. Aha. Sie, sagen Sie mal, was ist das eigentlich für ein Mensch? Ja, da bin ich überfragt. Der Christian soll 15 Jahre Seeräuber gewesen sein. Und ist erst letzte Nacht heimgekommen. Ach nee, was Sie nicht alles wissen. Naja, als Heimatkünstler und Backträger ist mir auch gut informiert. Wenn Sie mal einen speziellen Auftrag für mich haben, gieriges Fräulein. Der Schlurmus, er weißt, ist gern zu Diensten. Karte genügt, komm ins Haus, gleich bin ich da. Naja, nun wahnsinnig. Was macht nur Ihr Trägerlohn? Naja, geradeaus. 5 Mark, weil Sie sind. Bitte schön. Ja. In Minuten geht mein Zug. Hoffentlich hat er keine Verspätung. Also, tschüss, meine Lieben. Ja. Bastel, meine Koffer. Ja, bin schon da, mein Schatz. Also, da führt den Kleid. Wir kommen schon wieder auf St. Peter. Schiff, ahoi. Ja, ahoi. So, der Fall wäre polizeilich geklärt. Betreff Fischerhaus. Kein weiterer Tatbestand ermittelt. Punkt. Aber es bleibt trotzdem ein gewisser Verdacht. Ich habe die Ehre. Haben die? Ja. Haben die. Das ist ein Intelligenzpolizist, mein Lieber. Dann ist das also die neue Fischerin. Aber ich war ja so eben. Ja, Monika, das ist's. Mein Madel, freut mich das. Du bist die Richtige für den Christian. Alles Gute. Dankeschön, Monika. Was sagt denn dein Vater zu deinem Glück? Tja, das muss ich erst rausstellen. Der wird erfreut haben, schon wegen der Seerosen. So. Jetzt kommt er weiter, Notburgerl. Da werden sie die Geschichte gleich rausstellen. Grüß Gott, Benand. Grüß Gott. So, jetzt sag's frei raus, ob du den Christian du hättest heiraten wollen. Geh. An sowas hätte ich doch nie gedacht. Oh, halt, halt, würde ich nicht lieren, nicht lieren. Finger hast du abgeschleckt bis zu die Ellenbogen hinter, schon wegen dem Strandbad. Ich bin jederzeit bereit. Ja. Das braucht's jetzt gar nicht mehr. Geh noch, Burgerl. Das gute Letzte kenne doch die zusammen, die füreinander bestimmt sind. Und ich hoffe, Christian, dass wir zwar deshalb nicht in Feindschaft auseinandergingen. Ja, warum denn, Schwoyer? Ja, weil halt ich diejenige bin von uns zwei, den die Wirtin heiraten will. Ja, du hab überhaupt nichts dagegen. Nein, nein, die gehört ja schon. Ja, jetzt bleibt sie ja bei unserer Abmachung. Leider nicht, denn ich heirate trotzdem. Ja, und was für eine? Da wärst Augenmacher wie der Kugelfisch. Nein, das gilt ja nicht. Wieso? Das ist doch kein Hiesige. Doch, schwör, es ist ein Hiesige. Ist ja hiesiger wie du. Ja, freilich. Mhm. Ja, wer denn nachher? Ich, Vater. Was, du, Eferl? Ja, wie ist denn das zugegangen? Herr Mai, wir haben uns heute verliebt und verlobt. Mhm, und in 6 Wochen ist Hochzeit. Wir bei uns. Ja, was? Ach so. Ja, gell, Bädel. Oft kommt's anders, wie man denkt. Ja, ganz anders. Ja, wir machen's uns schon schön. Und streiten der wir gewiss nicht mehr, gell? Naja, ich werde mir möglichst tun. Jetzt schnappt sich der Hecht die Seerosen und wird Vegetarier. Nimmt er ein Beispiel, der Wirt, der hat einen Charakter. Ich bin bloß ein Knecht, ich brauch keinen. Du bist schon recht, der Pippi. Verstehst mit den gar nicht? Nein, nicht ums Verrecken. Wann heiraten wir zwei? Ja, dann, wenn unser Zuhäusl mal fertig ist, dann nicht. Bonifaz, dafür kriegst du den Bussi. Nein, lass dir Zeit. Wir haben noch nicht einmal ein Bauholz. Ist schon gut. Du Vater, wenn ich schon nichts dagegen hab, dass du die Wirtin heiratst, na, wär's trotzdem ein gewisser Verdacht. Ich habe die Ehre. Haben die? Oh, ja. Haben die. Das ist ein Intelligenzpolizist, mein Lieber. Dann ist das also die neue Fischerin. Aber ich war ja so eben. Ja, Monika, das ist's. Mein Madel, freut mich das. Du bist die Richtige für den Christian. Alles Gute. Dankeschön, Monika. Was sagt denn dein Vater zu deinem Glück? Tja, das muss ich erst rausstellen. Der wird erfreut haben, schon wegen der Seerosen. So. Jetzt kommt er weiter, Notburgerl. Da werden Sie die Geschichte gleich rausstehen. Grüß Gott, Benand. Grüß Gott. So, jetzt sag's frei raus, ob du den Christian du hättest heiraten wollen. Geh. An sowas hätte ich doch nie gedacht. Oh, halt, halt, würde ich nicht lieren, nicht lieren. Finger hast du abgeschleckt bis zu die Ellenbogen hinter, schon wegen dem Strandbad. Ich bin jederzeit bereit. Ja.
Das braucht's jetzt gar nicht mehr. Geh noch, Burgerl. Das gute Letzte kenne ich doch, die zusammen, die füreinander bestimmt sind. Und ich hoffe, Christian, dass wir zwar deshalb nicht in Feindschaft auseinandergingen. Ja, warum denn, Schweier? Ja, weil halt ich derjenige bin von uns zwei, den die Wirtin heiraten will. Ja, du hab überhaupt nichts dagegen. Nein, die gehört ja schon. Ja, jetzt bleibt sie bei unserer Abmachung. Leider nicht, denn ich heirate trotzdem. Ja, und was für eine? Da wärst Augenmacher wie der Kugelfisch. Nein, das gilt ja nicht. So? Das ist doch kein Hiesige. Doch, Schweier, es ist ein Hiesige. Die ist ja hiesiger wie du. Ja, Freilich. Mhm. Ja, wer denn nachher? Ich, Vater. Was, du, Eval? Ja, wie ist denn das zugegangen? Am Mai, wir haben uns heute verliebt und verlobt. Mhm, und in 6 Wochen ist Hochzeit. Wir bei uns. Ja, was? Ach so. Ja, gell, Bädel. Oft kommt's anders, wie man denkt. Ja, ganz anders. Ja, wir machen's uns schon schön und streiten der wir gewiss nicht mehr, gell? Naja, ich werde mir möglichst tun. Jetzt schnappt sich der Hecht die Seerosen und wird Vegetarier. Da nimmt er ein Beispiel. Der Wirt, der hat einen Charakter. Ich bin bloß ein Knecht, ich brauch keinen. Du bist schon recht, der Pippi. Verstehst mit den gar nicht? Nein, nicht ums Verrecken. Wann heiraten wir zwei? Ja, dann, wenn unser Zuhäusl mal fertig ist, dann nicht. Bonifaz, dafür kriegst du einen Bussi. Nein, lass dir Zeit. Wir haben noch nicht einmal ein Bauholz. Schon gut. Du Vater, wenn ich schon nichts dagegen hab, dass du die Wirtin heiratst, dann wirst du doch beim Christian und mir auch keine Einwände machen. Ja, freilich, mein Segen habt's. Aber eins bitte ich mir aus, gell? Das erste Kind muss Peter heißen. Und wenn's ein Madel wird? Dann heißt's Petersilie. Ja, verrückt, das geht ja gut aus. Wo ist der einsame Mann, den ich als liebes Hausmütterchen glücklich machen kann? Bin bescheidene Frohnatur, blond, von angenehmen Äußeren und heiterem Gemüt. Wo finde ich das lang ersehnte stille Glück? Nur ernst gemeinte Zuschriften von ebenso einsamen Männern, nicht unter 35 Jahren. Na, ist die 40. Okay, boah. Unter Glück im Winkel Hamburg, Hauptpost lagernd. Christian. Und auf die Todesanzeige hier bist du der Adam von der Zeitungsbratwurst, oder was? Geschrieben hab ich halt. Bist du ein Mords drum, Lackelmannsbild. Weißt jetzt nicht so viel, dass du selber eine aufzwickst? Dass du wenigstens gewusst hättest, wer es ist und wie es ausschaut? Bonifaz, als Matros hab ich noch nie eine Gelegenheit, dass man Mädels so näher kennenlernt. Ah ja. Naja, wie ich die Nachricht gekriegt hab, dass ich heim muss zum Übernehmen, da hab ich eh gesehen, dass es höchste Zeit wäre zum Heiraten. Ja, und wie dann in Hamburg zufällig in der Zeitung das Inserat ließ, da hab ich mir gedacht, probierst du es einmal auf die Weise. Vielleicht hast du Glück. Ja. Wie lange kennt ihr euch jetzt schon schriftlich? 6 Wochen. Du brieflich sind wir uns schon vollkommen einig. Fällt bloß nur das Mündliche, gell? Es wird ein Gezwitscher werden. Schau mal, was beschreibt. Ein Liebesbrief? Ja. Oh, lass schauen, ich hab noch nie einen gekriegt. Und somit, mein lieber Bayernbub. Bayernbub? Ja, Pfuldeif. Was hast du denn? Bayernbub. Und somit, mein lieber Bayernbub, wollen wir gegenseitig keine Bilder austauschen und ist dem Schicksal überlassen, ob wir füreinander bestimmt sind. Ja, ja, ja. Die Schirch wird nachtfinstert. Keine Bilder aus der. Pass auf. Ich werde dir sicher gefallen. Keine. Und auch du wirst mich nicht enttäuschen, das fühle ich. Und so weiter und so weiter. Die fahrt ja einen schmusgeilen Waggon, weiß ich ja. Lachen müsst ihr, wenn das so eine alte, verliebte Henne war? Ja, das glaube ich nicht. Du, ich kann mir das direkt vorstellen. Ja, wir? Naja, so 25, 30. Geboren? Ja, alt. Ja, alt. Nett, mit einem lieben Gesichterl. Weißt du, wo man sich auf die Nacht schon gefreut, wenn man in der Früh einen Kaffee ans Bettel hinbringt? Nicht, ja. Bonifaz, weißt du, so eine richtige, tanschige Person? Ja, hat. Ja, genau so stellen wir sich auch vor. Bloß glaube ich halt, dass das von uns zwei eine Wahnvorstellung ist. Das wird sich ja bald rausstellen. Wieso? Wann hast du denn dein erstes Rendezvous mit der Unbekannten von der Elbe? Ja, sie kann jede Stunde eintreffen, wie es mir geschrieben hat. Das muss man doch sagen. Muss ich mich rasieren, muss mich kämmen, damit ich einem Bayern-Bub ähnlich schaue, nicht? Wenn sie noch keine Ausländerin wäre. Ist doch keine Ausländerin, Bonifaz, die ist doch von Hamburg. Ja, schlimmer, da ist eine Preisin. Nein, du, unter denen gibt's auch Unterschiede, gell? Ja, Gott sei Dank. So, Bonifaz, jetzt geh ich mal zum Fischen. Ja, ich muss einmal probieren, ob ich überhaupt noch kann, nicht? Ja, das tust. Also dann, vierte dabei, Bonifaz. Vierte, sagt er. Petri Heil heißt das. Petri, Dank. Der weiß ja gar nichts mehr.
Bonifaz, mit dir trinke ich am liebsten. Sauf dir in aller Herrgottsfrische aus der Schnapsflaschen. Ach, die liebe Monika. Und mir läuft schon in aller Herrgottsfrische der Unkampi die Weltverdruss über den Weg. Nur, dass man so nicht zum Mannsbild geht. Ja, also, dann zieht die um und schaut, dass der Kaffee fertig wird. Ja, du, ich mache ja einen rechten guten. Aus lauter Bohnen. Ah, ja. Und so stark, dass er 3 Tage lang nicht mehr schlafen kann. Wenn er dich so sieht, na, kann er überhaupt nicht mehr schlafen. Geh zu jetzt. Ist doch nicht so gut. Das ist die Wirtin von der Seerose. Schafe zur Linken wird Freude mir winken. Was kriegen wir denn? Hast du Forellen? Ja, du bist lustig. Im Frühjahr habe ich 10.000 Stück eingesetzt. Wie viel brauchst du denn? Ja, so 10 Pfund könnte ich brauchen. Gut, ich schicke das dann Mittag runter, gell? Ist schon recht. Ah, halt einmal. Die Flaschen Schnaps, die musst du mir lassen. Das ist nämlich ganz was Feins. Ja? Mhm. Ich hätte ganz gerne mal ganz was Feins probiert. Du, ein Glas leer, dann kriegst du einen. Schau den Zufall an, da stehen ja 2. Eins für dich, eins für mich, für dich, für mich. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Nix und so weiter. Nix und so weiter. Auf dein Wohl. Prost. Prost. Ah, ist ja ganz was anderes. Das fließt hinunter wie Öl. Magst du noch einen? Na, du, geht nicht. Ich muss jetzt erst deine Fische umbringen. Schau, sonst hau ich wieder neben hin. Das pressiert nicht so. Lass nur ein bisschen leben. Ich brauch's erst Mittag. Hast du auch wieder recht. Also na. Der Geist ist willig, aber das Fleisch hat Durst. Du, Bonifaz, kann man dich was fragen? Ja, probier's das heute mal. Ich hab gehört, der Christian ist gestern gekommen. Ja, da hast du richtig gehört. Was meinst du jetzt? Will der die Fischerei von seinem Vater übernehmen oder möchte er verkaufen? Ja, da kann ich dir noch nichts genau sagen. Wie kommst du jetzt überhaupt auf die Frage? Weil der Schwoyer gestern bei mir drunten gesagt hat, es bleibt dem Christian gar nichts anderes übrig, als dass er verkauft. Von der Fischerei versteht er doch nichts mehr. Und überhaupt, wenn einer mal 15 Jahre lang mit allem Wasser gewaschen ist, den halt's nimmer daheim. Jetzt hab ich mir gedacht, wenn das wirklich so ist, wie der Schwoyer sagt, dann kauf ich dem Christian seine Sache ab. Ich möchte mich sowieso gern vergrößern. Dann möchte ich gern zuschauen. Bei was? Wenn sie du vergrößern lässt. Na, na, ich möchte ein Strandbad machen aus dem Christian sein Grundstück. Der Schwoyer möchte es nämlich auch. Aber bevor es der kriegt, zahle ich lieber um 10.000 Mark mehr. Ah, und deswegen hast du jetzt, vorsichtshalber, bei mir mal 10 Pfund vorein bestellt. Ja, nicht gerade deswegen, schon auch wegen der geschäftlichen Verbindung und so. Also, gell, Bonifaz, wenn du was Sicheres weißt, dann sagst du mir's. Auf einen Hunderter? Oder 2? Oder 3? Nein, 2 gelangen schon. Ja. Also, da könnt's mir nicht drauf an. Ja, du bist ja die aufgelegte Verführerin. Also, ich, wenn der Christian wäre, ich tät dich besinnungslos zusammenheiraten. Schon wegen Strandbad und so, nicht? Okay. Ja. Da wäre ich doch dem Christian wohl schon zu alt. Zum Baden? Nein, zum Heiraten. Der Schiffshütte, wieso? Oh, ich meine nur. Ach, das glaube ich nicht, sonst hätte er für Sie keinen Brief hinterlegt. Heute Morgen ist er da auf der Bank gelegen. Der Boni? Nein, der Brief hier, bitte. Das ist ja sehr interessant. Meinen's? Kinder, mit mir müsst ihr doch keine Komödie spielen. Wieso Komödie? Jawohl, Komödie. Und wenn ihr schon eine inszeniert, dann hättet ihr das nicht gerade unter meinem Fenster machen dürfen, wo ich jedes Wort hören und verstehen konnte. Der Spaß, der ist euch restlos verpfuscht. Aber für mich fängt er erst richtig an. Ich bleibe. Solch ein Lügenkram! Hey, 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 hey! Nur nicht so gar, Fräulein. Ihr Kaffee? Mir ist der Appetit vergangen. Ich verzichte drauf. Was hat's? Ein Mordswut im Bauch. Fahrt's am Inko weg. Leider nicht, Monika. Du, ich bitte dich, räuchert's aus. Heiz ihr richtig ein. Tu, was du magst, aber lass bitte am Leben. Ja, ja. So sind die Mannsbilder, wenn sie nicht mehr ein- und auswissen, dann muss ein schwaches Weib ja eine Rettungsanker sein. Ich werde jetzt aber so gespassig nass fahren, dass man sich auf der Reeperbahn. Aber zuerst sauf ich einen Kaffee noch. Und wenn's mit's reißt, der hat gar nicht kein Dreppel. Oh, ist das ein Brühe. Ja, für die da drum hätte gelangt.
Was ist denn das für ein Brief? Für Martha Pedersen. Offen ist er. Da darf man ihn lesen. Ja, was ist denn das? Martha, zum letzten Mal schaue ich dir ins Auge. Denn wenn du diesen Brief liest, bin ich nicht mehr unter den Lebenden. Gottes Willen, Sie haben Bonifazer Schrift. Ich habe nicht den Mut, deine Gegenwart ertrage ich nicht mehr lange. Ich bin nur ein Name. Und somit bleibt mir nur noch der Freitod, dein hochbeglückter Bonny. Auf Wiedersehen im Jenseits. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein armer Bonny. Vielleicht ist er schon im kühlen Grab. Lieber Herrgott, hilf, dass ich noch lebendig finde, sonst passt ja gar keiner mehr rum bei mir. Du kennst noch unser Sommerfrischler. Bin ich, gell? Da brauchst du auch keine Angst haben bei mir. Was ist denn? Meine Zeitungsbraut ist gekommen. Ja, gratuliere. Mit der ganzen Familie. Na, Sie ganz allein. Oha. Ja, und wie schaut's aus? Allerdings nicht so, wie ich mir vorgestellt hab. Auwe. Ja, dann kannst du das wieder heimschicken. Bonifaz, unanständig kann ich doch nicht sein. Sie kann doch nichts dafür, dass es mir nicht gefällt. Ja, schon, aber was jetzt? Na ja, schau, Bonifaz, ich hab mal gedacht, du sollst mir jetzt vertreten. Was? Bonifaz, du, wie ich dich gesehen hab. Da hab ich gleich gewusst, das ist keine Fischerin für mich. Keine. Für St. Peter schon gleich gar nicht. Peter auch nicht. Wie es dann gefragt hat, wo der Herr Christian Pointner ist, habe ich gesagt, er ist unten am See beim Fischen und kommt erst in einer halben Stunde zurück. Und ich habe mir jetzt seinen Fischerknecht ausgegeben. Nette Geschichte. Nett, ja, ja. Und wer soll dann der richtige Herr Christian Pointner sein? Na ja, wer schon? Du natürlich. Ich? Ja. Ha, du, wenn mich die sieht, dann geht er die zu Fuß nach Hamburg zurück. Ja, so hätte er mir's ja vorgestellt, ne? Du bist der gescheite Rubenmacher, der zeigt's. Nein, ich bin das ist schlecht, Mann. Da stinkt er mal. Und wenn er mal stinkt, dann mag ich nicht mehr. Lass aus, Mann. Geht's ja nicht. Bonifaz, das ist doch die einzige Möglichkeit, dass wir die wieder weiterbringen. Drum bitte ich dich, spiel du von jetzt ab den Herrn. Haha, du hast schöne Sachen gelernt davor, seh du. Weißt du ja ganz bestimmt, dass wir die Quiz wieder weiterbringen? Naja, du musst ja gleich von Anfang an recht mürrisch sein zu ihr. Mürrisch? Ja, das wenigstens, das bin ich von Haus aus. Ja. Aber so, da was denn? Pullover, da brauche ich was. Ja, natürlich. Du brauchst mein Gewand. Ich hab das Westerl nicht mehr. Ja, das ist gut. Schlupf rein, mein Kopf muss zuerst rein, gell? Gut, dass du mir sagst, ich war mit den Füßen nicht rumpelt. Nein, der macht Geschichten her, noch keinen Tag da. Geht schon verheerend. So, jetzt ist der Seebär fertig. Ja, Seebär fertig. Was ich alles machen muss da. Also, wo ist jetzt der Tatzelwurm, der grausame Dürren her? In jedem Moment, komm mal. Ja. Gut. Was? Na, geh inzwischen nur zum Rasieren. Ne? Nein, Bonifaz, das darfst du nicht. Ach so, ja, da bin ich wieder zu fest. Ja, das vergiss nicht, du bist jetzt der Christian Pointner und deine Braut heißt Martha. Und Bonifaz, wenn sie kommt, dann musst du sie gleich mit du anreden, klar? Ja, völlig klar, ich bin ja kein Depp, nicht? Guten Tag! Ui, schon da! Na, ist jetzt der Herr Pointner da? Ja, hier steht er! Oh, guten Tag, Christian! Ja, grüß dich, Maria Magdalena! Ja. Wie bitte? Nicht. Ich heiße Martha. Ja, Feili heißt du Martha, aber du hast mich jetzt momentan so verwirrt, dass ich alles durcheinander gebracht habe. Du bist ja ein Netzmädel. Ach, machst mich leiden. Ja, ich schon. Ja, du bist ja auch ein heißer Typ. Was das gehört, sie hat dir scheiße lieb. Was ist denn? Du musst doch recht mürrisch sein zu ihr und mir. Mir musst fortjagen. Ja, ich kann aber auch sehr mürrisch sein. Ja. Kann. Lass jetzt gleich singen. Was ist mit dir? Wieso? Ja, was stehst du denn da rum, wieder auf, geh an der Arbeit? Ja, ich geh ja schon. Rotterrechte. Wer bringt das Frauenzimmer nicht weiter? Im Gegenteil. Das verkauft ihn sie wie eine Affenmutter in ihr Jungs. Oh, Monika, so arg ist doch auch nicht. Oh, Frauenzimmer ist ja sauber, dass mir direkt neidig sein könnt um die frisch angeschmierte Larven. Mag sie halt noch? Na, das braucht's bei mir nicht. Bei mir ist alles Natur. Ja, froh bin ich erst wieder, wenn sich die Parfümnatter verrollt hat. Natter ist gut. Das ist schon mehr ein Papagei. Mhm. Schöne Federn hat er ja, der Vogel. Hoffentlich frisst ihn bei Katz. Verlass dich drauf, Monika. Der Bonifaz, der bringt schon weiter. Ja, hoffentlich. Und wenn er versagen sollte, dann werde ich der Schlange den Kopf zertreten. Einverstanden. Wenn es gar nicht anders geht, dann mache ich einen heiligen Gabriel. Mhm.
Mit dem flammenden Schwert, hä? Nein, mit den nassen Putzlumpen. Ja, ja, weiß, Monika. Kommen Sie, Bastl, stellen Sie nur die Koffer hier ab. Ja. Soll ich nicht doch lieber warten? Amit, überlegen Sie es gerne wieder anders und dann haben Sie Kontaktträger. Brauche ich auch gar nicht. Hier lasse ich mich häuslich nieder. Ja, wollen Sie vielleicht gar länger bei uns bleiben? Für ganz mein Bester. Ja, für das. Im Vertrauen gesagt, Herr Pointner und ich sind so gut wie verlobt und heiraten demnächst. Jetzt wird's in die Höhe gefahren. Na, ist das eine Neuigkeit? Und ob das eine ist, da heiraten Sie also ins Fischerhaus ein und werden dann so quasi ein Hirsige. Hirsige, was ist das denn? Das heißt, dass Sie eine Dasige werden. Hirsige, Dasige, das verstehe ich nicht. Hört sich beinahe an wie Chinesisch. Ist aber bohrisch. Also, Sie, diese Säbelsprache ist für mich ein spanisches Dorf. Wenn Sie aber dableiben im Sinn haben, dann müssen Sie doch ein bisschen bohrisch lernen, sonst wären Sie ja nie ein Hirsige. Ja, dann müssen eben Sie mir die ersten Urlaute beibringen. Sie sind doch ein waschechter Säbel, mein lieber Bastl. Los, kommen Sie. Fangen wir gleich an mit der ersten Lektion. Wenn wir in den Urlaub fahren zu den wilden Bajobaren, dann begrüßen uns die Säppels mit Juhu! Ja, wir jodeln und wir schnackeln, platteln, dormen, Fingerhaken. Bei uns ist was los in St. Peter am See. In St. Pauli. In St. Peter. Ja, da tut sich allerhand. Für die Fremden tun wir Fenstern mit der Leiter an der Wand. Geht ein Mädel von der Alster abends auf ne Bummel aus? Auf der Grünlederhosen und begleitet sie nach Haus. In St. Pauli. In St. Peter. Da verliebt man sich ganz schnell. Und das Liebesbarometer dreht sich wie ein Karussell. Wie zu unserer lieben Frau, Bett. Das bisher herst? Nein. Dass sie den Christian erleuchtet und ihn vor einer Heirat bewahrt. Sag mal, was bekümmert denn dich das alles? Ja, weil er halt dann doch vielleicht überflüssig wäre. Komm, komm, das sagst du ihm alles selber, gell? Aber nicht in dem Aufzug, sonst bist du gleich unten durch. Ja, verschwind, sonst sieht er dich noch in deinem Negerklischee. Ich weiß schon selber, dass man so nicht zum Mannsbett geht. Ja, also, dann zieht die um und schaut, dass der Kaffee fertig wird. Ja, du, ich mache ja einen rechten guten. Aus lauter Bohnen. Ah, ja. Und so stark, dass er 3 Tage lang nicht mehr schlafen kann. Wenn er dich so sieht, dann kann er überhaupt nicht mehr schlafen. Geh zu ihr jetzt. Doch nicht so gut. Guten Morgen, Bonifaz. Yes, wird ihm von der Seerose. Schafe zur Linken wird Freude mir winken. Was kriegen wir denn? Hast Forellen? Ja, du bist lustig. Im Frühjahr habe ich 10.000 Stück eingesetzt. Wie viel brauchst du denn? Ja, so 10 Pfund könnte ich brauchen. Gut, ich schicke das dann Mittag runter, gell? Ist schon recht. Ah, halt einmal. Die Flaschen Schnaps, die musst du mir lassen. Das ist nämlich ganz was Feins. Ja? Mhm. Hätte auch ganz gerne mal ganz was Feins probiert. Du, ein Glas leer, dann kriegst du einen. Schau den Zufall an, da stehen zwei. Eins für dich, eins für dich, für mich. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Nix und so weiter. Nix und so weiter. Auf dein Wohl. Prost. Prost. Ah, ist ja ganz was anderes. Das fließt hinunter wie Öl. Magst du noch einen? Na, du, geht nicht. Ich muss jetzt erst deine Fisch umbringen. Schau, sonst hau ich auch wieder neben hin. Das pressiert nicht so. Lass nur ein bisschen leben. Ich brauch's erst Mittag. Hast du auch wieder recht. Also na. Der Geist ist willig, aber das Fleisch hat Durst. Du, Bonifaz, kann man dich was fragen? Ja, probierst das heute halt mal. Ich hab gehört, der Christian ist gestern gekommen. Ja, da hast du richtig gehört. Was meinst du jetzt? Will der die Fischerei von seinem Vater übernehmen oder möchte er verkaufen? Ja, da kann ich dir noch nichts genau sagen. Wie kommst du jetzt überhaupt auf die Frage? Ah. Weil der Schwoyer gestern bei mir drunten gesagt hat, es bleibt dem Christian gar nichts anderes übrig, als dass er verkauft. Von der Fischerei versteht er doch nichts mehr. Und überhaupt, wenn einer mal 15 Jahre lang mit allem Wasser gewaschen ist, den hält's nimmer daheim. Jetzt hab ich mir gedacht, wenn das wirklich so ist, wie der Schwoyer sagt, dann kauf ich dem Christian seine Sache ab. Ich möchte mich sowieso gern vergrößern. Dann möchte ich gern zuschauen. Bei was? Wenn sie du vergrößern lässt. Na, na, ich möchte ein Strandbad machen aus dem Christian sein Grundstück. Der Schwoyer möchte es nämlich auch. Aber bevor es der kriegt, zahle ich lieber um 10.000 Mark mehr. Ach,
Und deswegen hast du jetzt, vorsichtshalber, bei mir mal 10 Pfund vorhin bestellt. Naja, nicht gerade deswegen, schon auch wegen der geschäftlichen Verbindung und so. Also, gell, Bonifaz, wenn du was siehst. Dann möchte ich gern zuschauen. Bei was? Wenn du dich vergrößern lässt. Na, na, ich möchte ein Strandbad machen aus dem Christian sein Grundstück. Der Schweuer möchte es nämlich auch. Aber bevor es der kriegt, zahle ich lieber um 10.000 Mark mehr. Ah, und deswegen hast du jetzt, vorsichtshalber, bei mir mal 10 Pfund vorhin bestellt. Naja, nicht gerade deswegen, schon auch wegen der geschäftlichen Verbindung und so. Also, gell, Bonifaz, wenn du was Sicheres weißt, dann sagst du mir's. Mhm. Auf einen Hunderter? Oder zwei? Oder drei? Nein, nein, also, zwei gelangen schon. Ja. Also, da könnt's mir nicht drauf an. Ja, denn du bist ja die aufgelegte Verführerin. Also, ich, wenn der Christian wäre, ich hätte dich besinnungslos zusammenheiraten. Schon wegen Strandbad und so, nicht? Okay. Ja. Da wäre ich doch dem Christian wohl schon zu alt. Zum Baden? Nein, zum Heiraten. Also, ich weiß nicht, was du hast, Wirtin. Du schaust doch wirklich aus wie eine 30-Jährige. Ja? Bei Sonnenfinsternis. Du geil, nein, nein, ich meine. Ich meine, man muss dich nur bei der richtigen Beleuchtung anschauen, dann geht einmal Licht auf. Ja, so hab ich gemeint, ja, nicht? Ja, ja. Ja. Guten Morgen. Ja, der Schweuer, grüß dich Gott. Möchtest du auch Forellen? Wieso? Weil heute der Tag der Forelle ist. Nein, mir gibst den Hechten. Hecht, das ist auch recht. Wenn das so weitergeht, beginnt bei uns heute das große Fischsterben. Ja, nachher geh ich wieder. Ja, lass dich nur nicht aufhalten. Nein, von dir einmal gewiss nicht. Ich bring den Fisch dann selber runter, gell? Ja, ist schon recht. Warum? Hast du auch Fisch gekauft? Ja. Forellen. Aus dem gleichen Grund wie du dein Hecht. Was heißt denn das? Dass du den Hecht bloß kaufst, damit du spionieren kannst, ob der Christian verkauft, du feiner Hecht. Ja. Warum hast du nachher Forellen gekauft? Weil ich keinen alten Hecht nicht mag. Was? Soll das vielleicht auf mich gehen? Nein, Moment, Moment, jetzt nicht streiten. Zu einer Beruhigung kann ich sagen, dass der Christian bestimmt nicht verkauft, weil er nämlich heiraten will und die Fischerei selber weiterführt. Ja, freilich. Mhm. Ja, hat er den Scheini? Natürlich. Sonst könnt ihr ja nicht heiraten. Doch nicht am Ende dich? Vielleicht. Dann tut er mir leid. Warum? So jung und schon stockblind. Mein lieber Hecht, wenn du wieder einmal eine kleine Forellen im Maul hast, dann darfst du aufs Zuschnappen nicht vergessen. Oh. Was sagt's? Kleine Forellen. Meinen Sie sich damit selber? Na, sie ist schon mehr ein bemooster Karpfen. Heute halt ist es nichts für dich. Das ist ganz was Feins. So. Du, Bonifaz. Ja? Stimmt das? Mit dem Christian und dem Heiraten? So viel ich gehört hab, ja. Oder Schweine? So halb und halb. Kennst du meine Tochter? Du, ich weiß nicht einmal, dass du eine hast. Wird's augenblicklich, wer das ist. Ein Hiesige. Ja, Bonifaz, ein Hiesige. Und wie schaut's aus? Jung, fesch, ja, bildhübsch sogar. Und in 6 Wochen ist sie meine Fischerin. Na, Gott sei Dank. Na, kann sie die aufdackelte Seerosen gar nicht sehen? Nein, Bonifaz, gewiss nicht. Christian, dann müssen wir morgen zum Entrümpeln anfangen. Schauen in die Eiger, die Braun. Holla, redl, dulli, oh. Holla, redl, dulli, oh. In die Eiger, die auf drin. Sieg ich, was ich dir bin. Holla, redl, dulli, oh. Du riech, oh. In die Eiger, die auf drin. Sieg ich, was ich dir bin. Holla, redl, dulli, oh. Du riech, oh. Schau muss Tom zu die Busse verdrungen. Holla, redl, dulli, oh. Holla, redl, dulli, oh. In die Eiger, schön braun, kost mich frei, deine Schau. Holla, redl, dulli, oh. Du riech, oh. In die Eiger, schön braun, kost mich frei, deine Schau. Holla, redl, dulli, oh. Du riech, oh. Mein Finster, geh weg von mein Bitt. Holla, redl, dulli, oh. Holla, redl, dulli, oh. Den ich hoff
Leid zu gewissen, bin gleich überritt. Alle Rädel, du Leon, du Rüachon. Den ich hab ein Leid zu gewissen, bin gleich überritt. Alle Rädel, du Leon, du Rüachon. Lieben Blumel, jetzt kriegt ihr ein Wasserl, dann wird es gleich wieder frischer drehen. Na, wie haben wir es denn? Ja, ja, du natürlich, ist ja logisch. In dem Fall kein Schnittlauchstock, den man gießen muss, gell? Na, geh halt weg, wenn du kein Wasser vertragen kannst. Ja. Ah, tut mir mein Kreuz weh. Au! Was hast du denn? Ich glaube, ich habe mir noch eine Schieferhitzung auf der Bank da. Schick dir gerade recht. Jetzt musst du auf der Hausbank schlafen. Hättest du dein bequemes Bett nicht hergehen brauchen? Ja. Zu mir warst du noch nie so galant. Na, da habt ihr euch aber sauber Sachen Hals gehetzt. Das wissen wir schon sehr. Braun oder gelb? Bunt. Ja, ich habe mal eine schwarze gehabt und dann habe ich mal eine gelbe gehabt. Oh, klasse! Ja. Du, wer war die schwarze? Die schwarze, das war eine Bauernstochter von Kochel. Und die gelbe? Die gelbe wiederum, das war eine Fischerstochter von Sees Haupt. Ach, war die gelb? Ja, gruselgelb. Die hat Gelbsucht gehabt im höchsten Stadion. Oh, du Tünbüdel, du. Ich meine doch exotische. Ah, die. Ja, na, die, da bin ich nie hinkommen. Das haben wir die anderen immer schon vorher weggeschnappt gehabt. Sag mal, hast du nie in der Südsee gelebt? Da ist mir nichts bekannt, ne? Ach, die Südsee, die muss doch herrlich und groß sein. Ja, was glaubst du? Die ist ja riesengroß. Die ist ja gut dreimal so groß wie der Starnberger See. Das dürfte wohl nicht reichen, ne? Ich glaub schon fast selber. Es kommt kein Mensch. Niemand. Na nu, du bist plötzlich so stumm, Liebling. Ja, das hab ich von meinen Fischen. Komm, nur erzähl mir doch von deinen Weltreisen, von deinen Abenteuern. Ach, du, ich schwärme für Männer, die was erlebt haben. Ja. Du sag mal, hast du schon mal Schiffbruch erlitten? Schiff? Ja? Ja, im Chinesischen hinten. Jetzt ist mir alles wurscht. Gott, oh Gott, du musst ja viel ausgestanden haben. Ja, das kann man gar nicht erzählen. Das war die fürchterlichste Nacht meines Lebens. Bloß gut, dass ich fest geschlafen hab. Tja, und wie kam das am Schiffbruch? Das Schiff ist in der Mitte ist das Schiff auseinandergebrochen. Ein Teil ist da hingefahren, der andere ist da hingefahren. Ich war in der Mitte allein, weil da. Ha, während eines Taifuns? Nein, während ich geschlafen hab. Ne? Da muss doch der Depp vom Kapitän in den Nagel nicht gefahren sein, ne? Sonst gibt es. Jedenfalls, wie ich aufgewacht bin, war ich im Wasser drin gegangen. Ja, fürchterlich. Sag mal, und wie bist du gerettet worden? Ja, bin ich gerettet worden. Ja, ich war ja tagelang in dem nassen Wasser drin da. Ja, hab schon ausgeschaut wie eine Wasserpflanze. Zwischen die Finger habe ich schon Schwimmhäute gehabt, so lang war ich da drin. Aber meine Rettung war dann, kam plötzlich eine Welle und schmoss mich an Land. Da war ich dann los, da war ich dann bewusstlos, nicht? Ja, ja und denn? Ja, dann bin ich wieder aufgewacht. Und wie ich aufgewacht, liege ich unter lauter Palmen. Lauter Palmen waren da und auf die Palmen drum, da waren so kleine Affen, die haben mit den Kokosnüssen Ball gespielt, hinüber, herüber, haben die gespielt und einem so ein Aff kommt so Kokosnuss aus und fällt mir direkt aufs Hirn auf. So ein Affe. Seit der Zeit kann ich mich an nichts mehr erinnern. An nichts mehr. Gott, du ärmst ja die Erzählung richtig wohl bannig auf, was? Die regt mich unbändig auf, ja, da komm ich direkt ins Schwitzen. Aber es macht nichts, ich muss jetzt an meine Arbeit wieder gehen. Och, nix da, Bonnie. Du wirst dich doch bei diesem herrlichen... Tät. Nein. Dann täten die zwei Besitztümer zusammenkommen, nicht? Und ich könnte der grausamen Seerose einen Strampel vor die Nase hinsetzen, der sie gewaschen hat. Das ist eine feine Idee von dir, ja. Geh, das sagst du. Ja, probierst du es halt einmal, beziehungsweise der Everl, nicht? Vielleicht beißt der Christian nein den Apfel. Aha. Mhm. Die schicke ich um Fisch rüber. Genau. Sie kennt dich ja nicht. Und den Christian kennt's auch nicht. Mhm. Da könntest du sie, als Unbekannter natürlich, ein bisschen aushorchen. Weißt? Ja. Soll der Schaden nicht sein. Ja? Hm? Ja, was könnt ich denn da verdienen, wenn ich der Eva aushorch? Also? Ja, ja. Na ja. Da geh her. Hast du einen Zehner? Zehner!
ja. Da höre ich gar nichts. Erpresser. Ja. Hast du noch mehr einen Zehner? Ja, jetzt. Jetzt rauscht es schon ein bisschen in meinem Trommelfell, gell? Ja. Aber schwach halt, gell? Ganz schwach. Grut Chinesen. Tu die zwei Zähne her, kriegst einen 20er. Ja, ja, ja. Da hab ich einen 50er rausspitzen sehen, schon, ja? Ja, ist schon gut. Ja. Das hab ich auch gemeint. Siehst du, Scheuer, jetzt höre ich alles rein und klar, was du hören willst. Das ist ein Manneswort. Ja. Aber du, Bonifaz, die Geschichte bleibt unter uns, gell? Ja, selbstverständlich. Ja. Nur unter uns. Nimmst du dein Hecht gleich mit? So, freilich, ja, freilich. Also, dann geh weiter. Du, Bonifaz, sag mir, hast du keinen Haifisch? Nein, sind wir gestern ausgegangen. Schaut, bei denen hätte ich den Seerosen ins Bittnägel. Na, freilich, dass der Fisch verreckt. Ja. Ja, ja, der ist anders. Fräulein, seien Sie mal bitte nicht böse. Ich hab's wirklich nicht mit Absicht gemacht. Nein, das ist halt ein bisschen blöd gegangen. Na, jetzt schauen wir mal nach unserem Patienten. He? Donnerwetter, der sitzt aber. Also, das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich mit der Angel ein Mädel gefangen hab. Na ja, jetzt müssen wir jetzt schauen, ob wir ihn rauskriegen. Au. Tut's weh? Woll nicht. Ach, wie heißt doch gleich wieder das alte Sprichwort, das sagt, wer dich liebt, der macht's mit einem kleinen Ruck. Au. Ja, haben wir doch schon den bösen Haken. Ach, Gott sei Dank. Jetzt werden wir schön verbinden und alles wird wieder gut. Momentel, ich kann nur schnell das Verbandszeug. Ja, bitteschön. So, Fräulein, haben wir schon. Bitteschön, setzen Sie einer wieder her. So, jetzt haben wir Jod aufs Viveli drauf, gell? Ja, das wäre brenner, aber das muss sein. Au, so, au. Ja, ja, ist doch gut. Jetzt tut's doch nicht mehr weh, gell? Nein. So. Der Nachbrauch. Und drei frische Handtücher für Kompressionen. Oh. Ja. Wie ich ihr noch gebracht hab, dann ist sie im Zimmer drin gestanden, schon ausgezogen. In einer ganz modernen Komplikation, oder wie das gelungen hast. Das muss ja ganz interessant gewesen sein, oder? Für dich vielleicht, für mich nicht. Wenn's wenigstens eine gescheite Unterwäsche gewesen wäre, dann hätte ich ja nichts sagen. Aber das war ja nur so ein Hosel, wo man drei aus einem Taschentüchel machen kann. Tanga. Ich bin halt im Finstern ins Bett gegangen, so habe ich mich vor mir selber geschämt. Na, okay. Ja, ja. Ja. Aber brauchst du Angst haben, die Geschichte wird schon bereinigt. Ja, aber wie? Ist doch wurscht. Nein, das ist nicht wurscht. Du musst drunter leiden und das will ich nicht. Oh. Du hättest was Besseres verdient. Ja, vielleicht dich. Das ist jetzt nicht der richtige Moment, dass man über sowas reden kann. Bonifaz. Bonifaz, schau mir mal in die Augen. Was hast du denn? Was hast du denn? Möchtest du mich hypnotisieren? Sei ehrlich, die da drum hat dich verblendet. Aber ich reiß dich wieder raus aus der ihre Krön. Muss ein fescher Kerl sein, weil ich solche Chancen hab. Bonifaz. Bonifaz, du bist jetzt in dem Alter, wo's ledig sein mehr schadet als wie nutzt. Ja, ja. Du brauchst eine Frau. Genau. Aber keine solche wie die da drum, sondern. Eine solche wie du bist, ja, ich hör dich schon gehen. Ja. Gell, das war ein Zusammenstand. Ja, das war ein Zusammenstand. Also, na, schlag ein. Ja, muss ich mir noch überlegen. Ja, morgen? Morgen, Christian. Morgen, Christian. Gleich bring ich einen Kaffee. Ist schon gut, Monika. Na, wie geht's dir denn, Bonnylein? Ja, komm, komm, komm. Lass mich mit meinem Spitznamen in Ruhe, sonst wird man noch schlechter, wenn man schon ist. Oh, so, dann da ist jetzt der Kaffee. Ja, vielleicht bringst du ihn bald, bevor er kalt wird. Geh weiter. Und der Brot zum Einbrücken, bis der Lippe stecken bleibt, das geht. Halt doch nicht so fahrig! Ja, ich bin ja schon der einzige Nervenkasperl, schon langsam. Ja, ja, da drum geht dem im Kopf umeinander wie ein Mühlrädel. Geht schon. So, jetzt passt's auf, Leute. Ich hab mir noch einmal alles genau überlegt heute Nacht. Mhm. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, ich muss umbauen lassen. Ja, sonst wird uns der Platz zu wenig. Was, das schöne Fischerhäusl soll umbaut werden? Es bleibt genauso stehen, wie es ist, Monika. Aber innen wird umbaut. Aus dem Bonifaz sein Zimmer wird ein Bad gemacht. Aha. Das freut mich. Dann kann ich in der Badwanne schlafen. Jetzt kriegen wir wenigstens keinen Schiefer mehr ein.
Aus der Zeit und aus der Monika im Zimmer, da mach mein Kinderzimmer. Ja, ich weiß ja, wie so kindisch ist, gell? Ja, ja, ja. Jetzt halt mal dein Brotlan. Und hinterm Haus, da lassen wir einen kleinen Zuhäuseltraum bauen. Da könnt dann ihr zwei drin schlafen. Mhm. Halt, Einspruch! Dass es halt niemand erlebt, dass wir zwei glücklich und zufrieden in unserem Leier zu Hause geklebt haben. Dass es mir das angetan hat, verzeiht er mir. Aber der Fluch soll die treffen, die an seinem Tod schuld ist. Grüß Gott. Grüß Gott. Wohnt hier ein Fischerknecht Bonifaz? Ja. Habt ihr ihn schon gefunden? Ja. Liegt er im Wasser drin? Nein, er steht im Wasser drin. Das auch noch. Dann muss ich mit den Füßen im Schlamm hängen geblieben sein. Weil der muss ja furchtbar gelitten haben. Tja, das kann schon sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Bonifaz. Ich muss ihn noch mal halt, sehen. Halt. Das geht auf gar keinen Fall. Warum nicht? Ja, wegen der Sittlichkeit. Wissen Sie was? Jetzt geben Sie mal Kleidung für ihn, dann können Sie ihn meinetwegen anschauen. Ja, Herr Raffmeister, da ist sein Gewand. Wann haben Sie ihn denn gefunden? Ja, glaub vorhin. Also ich patrouilliere so am See entlang. Ja. Da schreit er mich an und sagt, ich möchte so gut sein, da raufgehen und für ihn eine Kleidung holen, sonst kann er vom Wasser nicht raus. Weil sie ihm sein Gewand gestohlen haben. Zuerst wollte ich ihn schon aufschreiben, wegen Baden an verbotener Stelle und noch dazu ohne Badehose. Aber dann hat er mir glaubwürdig erklärt, dass er eigentlich in die Schiffshütten rein hätte wollen. Die war aber zugesperrt. Er hat es dann von der Seeseite her probiert und hat um die ganze Hütten rumschwimmen müssen. Aber auch von dieser Seite war das Ausfahrtstor verschlossen. Na ja, und wie er wieder zurückgekommen ist, war sein Gewand verschwunden. Also wohl oder übel ist dem armen Kerl nichts anderes übrig geblieben, als so lange im Wasser zu bleiben, bis Hilfe kam. Na ja, und das war in dem Fall ich. Ja, dann ist also nicht tot. Tot? Na, vor Kälten blau. Blau war der schon öfters. Ja. Komm, es gehen wir, Herr Wachtmeister, gehen wir, dass unser Bonifaz nicht nur erfriert. Ja, helfen wir mal seiner Wassernot. Ja. Halt. Einen Moment. Lassen Sie mich zuerst gehen. Erst, wenn er vollkommen angezogen ist, dürfen Sie kommen. Ja, aber Herr Wachtmeister, ich gehe ja nicht ganz nah hin. Ich bleibe mindestens 100 Meter weit weg und das wird doch Sache genug sein, wo ich sowieso nicht gut sehe. Halt. Schauen Sie mir ja nicht durch die Finger. Nein, Moment mal. Ob sie ihn schon gefunden haben. Monika, habt ihr ihn schon gefunden? Ja! Lieber Herrgott, es wird doch der Christian nicht sein. Was ist denn los? Christian, Gott sei Dank, weil du lebst. So viel Angst habe ich gehabt. Und wie? Die Kramerin hat mir gerade erzählt, dass sie die Monika am See getroffen hat, mit einem Männergewand in der Hand. Und gewarnt hat, dass es nur so hergestessen hat. Und wer die Kramerin fragt, was passiert ist. Was mache ich denn? Also die, wenn ich wieder gut rausbringe, dann rutsche ich auf die Knie nach Altötting, das schwere ich mir. Schatzer, bin ich. Ja, da bist du. Komm, wir halten einen kleinen Klönschnack. Ja, Schnacken gibt's nur bei uns am See drunter. Komm, setz dich zu mir und erzähl mir von deinen Seemannsabenteuern. Ja, ja. Zigarette? Ja, da eine her. So, hast du eine Feier? Moment. Bitte. Jawohl. Brauchen wir nicht, ne? Bissl Rast. Man merkt doch gleich, dass du ein alter Seebär bist. Warum? Na ja, weil du keine Zigaretten rauchen kannst. Matrosen primen doch. Das kennen Sie doch bestimmt auch, Prim, nicht? Alle, Prim am Chiemsee. Da war ich mal als Fischerknecht. Ach, Bonnie, ich meine doch Prim, Kautabak. Ah, den, ja, den habe ich auch mal geraucht, aber nie mehr. Da ist mir so schlecht geworden. Mach ich nicht mehr. Du, Bonnie, darf ich mal ein bisschen indiskret sein? Ja, von mir aus. Sag mal, wie viele Frauen hast du schon auf deinen Weltreisen geliebt? Aube. Ach los, nun stell dich doch nicht so an. Weißt du, ich möchte gar keinen Mann, der keine Erfahrung hinter sich hat. Und das ist los, nun mal raus mit der Sprache, du kleiner Schäker. Du, wie sahen die Deans aus? Ja?
Schwarz, braun oder gelb? Bunt. Ja, ich habe einmal eine schwarze gehabt und dann habe ich einmal eine gelbe gehabt. Oh, klasse! Ja. Du, wer war die schwarze? Die schwarze, das war eine Bauernstochter von Kochel. Und die gelbe? Die gelbe wiederum, das war Fischerstochter von Sees Haupt. Ach, war die gelb? Ja, gruselgelb. Die hat Gelbsucht gehabt im höchsten Stadion. Oh, du Tünbüdel, du! Ich meine doch exotische. Da bin ich nie hinkommen. Das haben wir die anderen immer schon vorher weggeschnappt gehabt. Sag mal, hast du nie in der Südsee gelebt? Da ist mir nichts bekannt, ne? Ach, die Südsee, die muss doch herrlich und groß sein. Ja, was glaubst du? Die ist ja riesengroß. Die ist ja gut dreimal so groß wie der Starnberger See. Das dürfte wohl nicht reichen, ne? Ich glaub schon fast selber. Es kommt kein Mensch. Niemand. Nanu, du bist plötzlich so stumm, Liebling. Ja, das hab ich von meinen Fischen. Komm, nur erzähl mir doch von deinen Weltreisen, von deinen Abenteuern. Ach, du, ich schwärme für Männer, die was erlebt haben. Ja. Du, sag mal, hast du schon mal Schiffbruch? Ach, das glaube ich nicht, sonst hätte er für sie keinen Brief hinterlegt. Heute Morgen ist er da auf der Bank gelegen. Der Boni? Nein, der Brief hier, bitte. Das ist ja sehr interessant. Meinen's? Kinder, mit mir müsst ihr doch keine Komödie spielen. Wieso Komödie? Jawohl, Komödie. Und wenn ihr schon eine inszeniert, dann hättet ihr das nicht gerade unter meinem Fenster machen dürfen, wo ich jedes Wort hören und verstehen konnte. Der Spaß, der ist euch restlos verpfuscht. Aber für mich fängt er erst richtig an. Ich bleibe. Solch ein Lügenkram. Hey! Nur nicht so stark, Fräulein. Ihr Kaffee? Mir ist der Appetit vergangen. Ich verzichte drauf. Was tut's? Ein Mordswut im Bauch. Pazamenko weg. Leider nicht, Monika. Du, ich bitte dich, räuchert's aus. Heiz ihr richtig ein. Tu, was du magst, aber lass Bitchen am Leben. Ja. So sind die Mannsbilder. Wenn sie nicht mehr ein- und auswissen, muss ein schwaches Weib ja ein Rettungsanker sein. Ich werde jetzt aber so gespassig nass fahren, dass man sich auf der Reeperbahn. Aber zuerst sauf ich einen Kaffee noch aus. Und wenn's mit Reis der Pagoni kein Reeperl. Oh, ist das ein Brühe. Mehr für die da drum hätte gelangt. Was ist denn das für ein Brühe? Für Martha Pedersen. Offen ist er. Da darf man noch lesen. Ja, was ist denn das? Martha. Zum letzten Mal schau ich dir ins Auge. Denn wenn du diesen Brief liest, bin ich nicht mehr unter den Lebenden. Gottes Willen, sie haben Bonifazer Schrift. Ich habe nicht den Mut, deine Gegenwart ertrage ich nicht mehr lange. Ich bin nur ein Name. Und somit bleibt mir nur noch der Freitod, dein hochbeglückter Bonny. Auf Wiedersehen im Jenseits. Oh Gott, mein armer Bonny. Vielleicht ist er schon im kühlen Grab. Lieber Herrgott, hilf, dass ich ihn noch lebendig finde, sonst passt ja gar keiner mehr rum bei mir. Du kennst noch unser Sommerfrischling. Ja, freilich. Das ist ja ganz eine verrückte Person, du. Ach, nix da, Bonny. Du wirst dich doch bei diesem herrlichen Wetter einmal mir widmen. Naja, als angehender Bräutigam, da kannst du schon ein bisschen was riskieren. Ja, dann müsst ihr zuerst meinen Fischerknecht fragen, hä? Nein, kein einen wirst du fragen. Weißt du was, Bonny? Wir machen heute einen Spaziergang durch St. Peter und zeigen allen Leuten, wie glücklich wir sind. Ja, muss das sein? Ja, das muss sein. Ja. Und dann, Bonny, da muss ich dich noch um etwas bitten. Ja, jetzt ist schon wurscht. Aber sei mir bitte nicht böse. Ja. Weißt du, es ist mir sehr unangenehm. Oh nee, das ist aber auch reinweg zu dumm.
Weißt du was? Ich habe bei meiner Abreise meiner Bank in Hamburg den Auftrag gegeben, mir Geld zu überweisen. Ach so, und das möchtest du jetzt bei mir hinterlegen? Nein, nein. Du stell dir vor, das ist bis heute noch nicht eingetroffen. Ei. Ja, musst du nichts denken. Unser Postbote, der ist langweilig. Dem kannst du unterm Geht schon doppeln. Das ist ganz langweilig. Sag mal, würdest du vielleicht so lieb und nett sein und mir inzwischen den Betrag meiner Hotelrechnung vorstrecken? Ja, aber gern, Mausi. Was macht's denn aus? Ach, hier, mein Schatz, ist die Rechnung. Ja, schau her. Übernachtung mit Frühstück komplett, zwei Eier im Glas, eine Portion Schinken, ein Piccolo. Na, no, du bist ja ganz bescheiden, nicht? Das werden wir gleich haben. Monika! Schick mir doch mal ein Fischeknecht raus. Ach, du Gold, Schatz, ich danke dir. Ja. Ist doch für mich ein Lappalie. Ja. Hast noch was zum Zahlen? Machen wir gleich, ne? Nein, nein. Weißt du, Geld spielt bei mir keine Rolle. Ja, das sehe ich an deiner Großzügigkeit. Ja, ja. Was gibt's denn? Da, schau her. Jetzt gehst du runter zum Hecht und zahlst für das Fräulein die Hotelrechnung. Hotelrechnung, wieso? Ja, frag nicht lang durch, was ich da gesagt hab. Ja, aber Bonnie, du musst ihm doch Geld geben. Na, Mausi, das braucht's nicht. Der weiß ja, wo's ist. Nimmst vom Rechten vom größeren Haufen, gell? So, Bonnie, und ich gehe jetzt runter zum See und erwarte dich dort zu einem Spaziergang. Ja. Aber lass mich nicht zu lange warten. Nein, nein, nimm ein Fahrradl. Was hat er? My Bonnie was over the ocean. My Bonnie was over the sea. Ja, dann Vollhammer. Aber nicht ungefährlich, sag ich dir gleich. Nicht die geht aufs Geld los. Schwör ich dir. Wenn das so weitergeht, sind wir bald bankrott. Ja, ja, ja. Außerdem schlafe ich heute Nacht bei dir. Bei mir? Wieso? Ja. Weil unsere gemeinsame Braut gerade mit Sack und Back in meine Kammer eingezogen ist. Na, jetzt haben wir die Laus im Beiz, Bonifaz. Warum hast du denn das zulassen? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Vor lauter Aufregung habe ich überhaupt nicht mehr gewusst, wo ich hinschauen soll, was ich machen soll. Ich bin schon so. Weißt du, ich möchte gar keinen Mann, der keine Erfahrung hinter sich hat. Was ist los? Nur mal raus mit der Sprache, du kleiner Schäker. Du, wie sahen die Deans aus? Ja? Schwarz, braun oder gelb? Bunt. Bunt. Ja, ich habe mal eine schwarze gehabt und dann habe ich mal eine gelbe gehabt. Oh, klasse! Ja. Du, wer war die schwarze? Die schwarze, das war eine Bauernstochter von Kochel. Und die gelbe? Die gelbe wiederum, das war Fischerstochter von Sees Haupt. Ach, war die gelb? Ja, gruselgelb. Die hat Gelbsucht gehabt im höchsten Stadion. Und du Tünbüdel, du! Ich meine doch exotische. Ah, die? Ja, na, die, da bin ich nie hinkommen. Das haben wir die anderen immer schon vorher weggeschnappt gehabt. Sag mal, hast du nie in der Südsee geliebt? Da ist mir nichts bekannt, ne? Ach, die Südsee, die muss doch herrlich und groß sein. Ja, was glaubst du? Die ist ja riesengroß. Die ist ja gut dreimal so groß wie der Starnberger See. Na, das dürfte wohl nicht reichen, ne? Ich glaub schon fast selber. Es kommt kein Mensch. Es kommt kein Mensch. Niemand. Nanu, du bist plötzlich so stumm, Liebling. Ja, das hab ich von meinen Fisch. Komm, nur erzähl mir doch von deinen Weltreisen, von deinen Abenteuern. Ach, du, ich schwärme für Männer, die was erlebt haben. Ja. Du, sag mal, hast du schon mal Schiffbruch erlitten? Schiff? Ja, ja, im Chinesischen hinten. Jetzt ist mir alles wurscht. War doch Gott, du musst ja viel ausgestanden haben. Ja, das kann man gar nicht erzählen. Das war die fürchterlichste Nacht meines Lebens. Bloß gut, dass ich fest geschlafen hab. Tja, und wie kam das zum Schiffbruch? Was kam das? Das Schiff? Schiff ist in der Mitte ist das Schiff auseinandergebrochen. Ein Teil ist da hingefahren, der andere ist da hingefahren. Ich war in der Mitte allein, weil da. Ha, während eines Taifuns? Nein, während ich geschlafen hab. Ne? Da muss doch der Depp vom Kapitän in den Nagel nicht gefahren sein, ne? Sonst gibt es. Jedenfalls, wie ich aufgewacht bin, war ich im Wasser drin gegangen. Ja, fürchterlich. Sag mal, und wie bist du gerettet worden? Ja, bin ich gerettet worden. Ja, ja, das. Ich war ja tagelang in dem nassen Wasser drin da. Ja, ja, ja. Hab schon ausgeschaut wie eine Wasserpflanze. Zwischen die Finger habe ich schon Schwimmhäute gehabt, so lang war ich da drin. Aber meine Rettung war dann, kam plötzlich eine Welle und schmoss mich an Land. Da war ich dann los, da war ich dann bewusstlos, nicht? Ja, ja und denn? Ja, dann bin ich wieder aufgewacht. Und wie ich aufwacht, liege ich unter lauter Palmen.
Lauter Palmen waren da und auf die Palmen drum, da waren so kleine Affen. Die haben mit den Kokosnüssen Ball gespielt, hinüber, herüber, hinüber, herüber, haben die gespielt. Und einem so ein Aff kommt so Kokosnuss aus und fällt mir direkt aufs Hirn auf. So ein Aff. Seit der Zeit kann ich mich an nichts mehr erinnern. An nichts mehr. In mein Gepäck bringen Sie ja wohl rauf, hm? Ist auch noch. Jetzt sind wir ja so weit. Jetzt ist der Marder glückselig im Haus. Martha heißt's, nicht Marder. Für mich ist ein Marder. Und für mich ist eine Martha. Mhm. Dann will ich sagen, ob du so schlau bist, dass du das wieder da hinbringst, wo es herkommt. Ja, das geht so. Das Gepäck bringst du ja wohl hinaus. Och, herrlich, dieser Ausblick. Einfach herrlich. Wie im Paradies. Gell, ja, ich bin der Adam und du bist die Eva. Und ich bin der Erzengel Gabriel. Bonnilein, ja. Bitte bring mir doch mal die Koffer rauf, ja? Wieso rentiert sie das? Musst du nicht wieder mal heimreisen? Aber Bonnie, ich bin doch so froh, dass ich diese herrliche Gegend und dich gefunden hab. Ja. Naja, du musst dich doch auch nach deinen jahrelangen Seereisen wie im Paradies fühlen. Die steigt nicht runter von ihrem Paradies. Was tue ich denn? Was mache ich denn? Halt! Halt, Mausi, das geht nicht, bitte. Das darfst nicht rauchen, nein. Das ist ein altes Holzhaus, das brennt wie Zunder. Oh, da werde ich meinen Glimmstengel eben auf der Hausbank genießen, ne? Ja. Ich komme gleich. Lass der Zeit, passiert gar nichts. Lass der Zeit. Oh, Heimatland. Uiuiui, dieser ist ja anhänglicher wie der Gwandlaus. Was mache ich denn, was mache ich denn? Also die, wenn ich wieder gut rausbringe, dann rutsche ich auf die Knie nach Altötting, das schwöre ich mir. Also, ja. Ja, Schatz, da bin ich. Ja, da komm, bist du. Wir halten einen kleinen Klönschnack. Ja, Schnacken gibt's nur bei uns am See drin. Komm, setz dich zu mir und erzähl mir von deinen Seemannsabenteuern. Ja, ja. Zigarette? Ja, da eine her. So, hast du Feier? Aha, Moment. Bitte. Aber brauchen wir nicht, ne? Bissl Rast. Man merkt doch gleich, dass du ein alter Seebär bist. Warum? Na, weil du keine Zigaretten rauchen kannst. Matrosen primen doch. Das kennen Sie doch bestimmt auch, Prim, nicht? Alle, Prim am Chiemsee. Da war ich mal als Fischerknecht. Ach, Bonnie, ich meine doch Prim, Kautabak. Ah, den, ja, den habe ich auch mal geraucht, aber nie mehr. Da ist mir so schlecht geworden. Mach ich nicht mehr. Du, Bonnie, darf ich mal ein bisschen indiskret sein? Ja, von mir aus. Sag mal, wie viele Frauen hast du schon auf deinen Weltreisen geliebt? Aber. Ach los, nun stell dich doch nicht so an. Weißt du, ich möchte gar keinen Mann, der keine Erfahrung hinter sich hat. Und das ist los, nun mal raus mit der...